Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 5, der Bachelor. Und ich weiß, ich habe diesen Titel schon mehrfachst verwendet, aber es ist so, wie es ist. Diese Folge ändert wirklich alles. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, weiß nicht so genau, was ich von der ganzen Sache halten soll. Hier ist so viel passiert. Drama. Außerdem habe ich noch eine klitzekleine Überraschung für euch heute. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf und sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich krieg so eine Angst, ne? Ansonsten, letzte Folge, ja, hatte Jana Maria ja ihr Knutschdate, Anna hatte ein Einzeldate, ohne geküsst zu werden, und die Favoriten sammeln sich, sagen wir es mal so. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr gern auf RTL Plus, und hier zu abonnieren ist das Mindeste. Sehr passende Worte auch. Also, ihr süßen Mäuse, ich würde sagen, wir starten. Geht direkt los mit einem Date. Also hier ist der Morgen und Dominik hat hier verrückte Sachen in die Villa geschickt. Hola, señoritas. Hola. Mit euch möchte ich heute das Leben feiern. Jasmin, Jana Maria, Christina N, Nele und Christina A, bitte sucht euch je eine Karte aus und bringt sie mit zum Date. Okay, es ist ein Date und es ist ganz klassisch. In Mexiko wird ja der Tag der Toten gefeiert und darauf bezieht sich hier das ganze Date. Müssen wir uns selber schminken? Ja. Kann sowas okay, nicht. Machst du das bei mir? Ich mache das bei dir. Ich mach mich weiß. Ja, die Mädels, die werden sich jetzt schminken und schick machen für den Dominik. Und das ist doch hier heute mein absolutes Stichwort. Denn, Mäuse, schnallt euch an und nicht mehr ab. Dieses Video ist gesponsert. Und zwar von Gitti. Und dafür habe ich ein kleines Filmchen für euch vorbereitet. Das zieht ihr euch jetzt brav rein und dann geht's hier weiter. Alles klar, kein Problem. Na Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Eine Monate lang habe ich jetzt die Produkte getestet, um zu gucken, ob das was für uns ist. Und ich kann euch heute mit gutem Gewissen sagen, ja, es ist was. Jetzt fragt ihr euch, worum geht's hier überhaupt? Was labert die Alte? Ich sag's euch. Und zwar hat Gitti Hautpflege auf den Markt gebracht, die pigmentiert ist. Ich finde das ziemlich cool, weil es für mich als sehr sensible Frau, ich habe echt sehr sensible Haut und immer mal wieder Ekzeme und so, ist es schon sehr schön, und ich habe alles sehr, sehr gut vertragen, was ich euch heute zeige, und das ist bei mir auch sehr wichtig, weil es passiert nicht immer. Ihr seht schon auf meinen Augen einen heftigen Lidschatten. Es ist ein Glitzer-Lidschatten, der aber anders ist als andere. Also es ist kein Mikroplastik drin, er ist augenärztlich getestet, und ich hatte immer, ich kann euch wirklich keinen sagen, wo ich das nicht habe, bei so Liquid-Lidschatten, dass die mir auf den Augen brennen. Ist bei dem aber nicht so, und ihr könnt draufballern ohne Ende. Also ich habe den auch ein bisschen aufgebaut. Oh mein Gott, es schaut magisch aus. Tragt die Nummer 1, gibt es noch andere Farben, checkt es auf jeden Fall gerne aus. Dann finde ich richtig geil aus dieser Serie den Blush. Der Blush ist nämlich nicht nur als Blush geeignet. Ich trage übrigens gerade die Nummer 2. Das ist diese Farbe hier. Ich trage ihn auch sehr gerne auf den Lippen, so ein bisschen, dann hast du da so einen kleinen Akzent. Ist ja genau mein Gusto. Und das Geile finde ich an dem Blush, ihr braucht keinen Pinsel. Der voller Keime ist normalerweise. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Jetzt habe ich auch hier noch ein bisschen Blush, den kann ich ja direkt nochmal auftragen. Beautiful. Wow. Jetzt geht hier noch weiter, weil es gibt noch mehr Sachen, die ich cool finde. Und zwar hier noch die Mascara. Es ist die Eye-Level-Mascara in einem Glasbehälter, ist recycelt und getestet, so dass es mindestens 36 Stunden hält. Und ich sag mal so, ich glaube, das haben die gemacht für Partymäuse etc. Ne? Ich bin jetzt keine Partymaus, aber eventuell bin ich das ein oder andere Mal mit dieser Mascara auf den Wimpern eingepennt. Ich kann es nicht fassen. Und ich sag mal so, am nächsten Tag, die Wimpern saßen. Was für eine Frau denn mehr? Ich habe auch jetzt diese Wimperndusche drauf und finde die geil. Ist auch ohne Mikroplastik. Okay, ein kleines Highlight habe ich noch für euch, und zwar die Lippenpflegestifte von Gitti. Die sind nämlich auch mit Farbpigmenten. Also es ist primär erstmal ein Lippenpflegestift, okay? Es ist jetzt nicht kussecht oder sonst was, aber für Personen wie mich, die ja, sehr häufig trockene Lippen haben, ist es auch mal wieder genau das Richtige. Ich habe jetzt hier die Farbe 4. Ein bisschen Rouge habe ich jetzt auch noch drauf, aber ich knall die mal drauf, damit ihr so eine Idee bekommt, wie das aussieht. Es ist sehr dezent. Es gibt aber auch noch welche, die schreien ein bisschen mehr nach Krawall. Jetzt möchte ich euch kurz was präsentieren. Ihr könnt nämlich, wenn der Lippenstift leer ist, ihn so austauschen. Das heißt, man hat viel weniger Verpackungsmüll. Und das ist natürlich einfach nur geil. Das ist noch eine andere Farbe zum Beispiel, die die haben. Die deckt auch viel krasser, aber das war mir jetzt too much bei so einem natürlichen Look, ihr wisst. Und wer sich jetzt unter euch denkt, ja, da würde ich mir gerne mal was gönnen. Du hast mich überzeugt. Für euch habe ich natürlich einen Code mit Polschevita20. Kriegt ihr 20% auf das komplette Gitti-Sortiment. Und ja, berichtet mir gerne, was ihr von den Sachen haltet. Und ich würde sagen, wir starten zurück ins Video, denn da bin ich jetzt auch
persönlich sehr gespannt, wie es da heute weitergeht. Frauen haben heute die Chance, mir als Toten Dinge mit auf den Weg zu geben, die sie mir hätten gerne sagen wollen. So, und jetzt geht diese Folge aber in eine Richtung, ich weiß nicht wohin mit mir. Klar geht es um einen Festtag, es geht immer noch um Freude, aber auf der anderen Seite ist es auch ein sehr emotionales Thema, der Tod. Ja, ist es auch, aber vor allen Dingen, wenn die Leute tot sind, ne? Sieht jetzt für mich nicht besonders tot aus, sondern sogar sehr lebendig. Aber gut, wir gehen da gleich noch weiter drauf ein. Kurz zurück in die Villa, hier gibt's ein paar Tränen. Ich habe das Gefühl einfach, dass er mir halt gar keine Aufmerksamkeit gibt und das nervt mich einfach jetzt mittlerweile hier. Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Ich will weggucken. Ach meine Güte, Franzi ist enttäuscht. Das ist natürlich traurig, aber wir gucken jetzt mal zum Date. Die Mädels haben sich nämlich jetzt fresh gemacht. Und werden begrüßt vom König höchstpersönlich. Hi. Hey. Wir feiern heute den Dia de Muertos. Alle Menschen in Mexiko feiern das Zusammensein mit den Toten. Das ist auch ein Tag, wo man den Toten etwas mit auf den Weg geben will, was man vielleicht hat vergessen in der Vergangenheit. Genau diese Situation wollen wir heute nutzen. Denn heute bin ich tot. Komische Nummer. Ich werde mich in den Sarg legen und es ist echt ein Gänsehautgefühl, sich in den Sarg zu legen, ich sag's euch. Ihr werdet mir mal mit auf den Weg geben, was ihr mir noch gerne sagen hättet wollen. Okay, bevor wir jetzt die Mädels fragen, was denken die darüber, ne? Einfach krank. Also er ist doch nicht tot. Warum muss man sich das denn dann vorstellen? Das ist so, man nutzt diese Kultur dafür aus, um es sich jetzt so zu legen, dass es für die Fernsehshow der Bachelor gut passt und dass die Mädels ihm jetzt Lobhymnen geben. Während er so spielt, als wäre er tot. Wer kommt auf so eine Idee? Also ich bin da echt ein bisschen schockiert. Boah, ist echt ein Gefühl, das für mir Gänsehaut ausgelöst hat. Komplett fremd, klar. Ja, also ich würde mich auch nicht gerne in den Sarg legen. So, why? Aber auch komplett überraschend und ja, ich war voller Neugier einfach. Ich finde sein Augen-Make-up auch geil. Weil seine Augen leuchten richtig. Ja, war kein schöner Anblick, ihn da im Sarg zu sehen. Normalerweise sieht man halt da wirklich Menschen, die gestorben sind. Oder halt Dominik. Es war komplett drüber. Ich weiß nicht, was das sollte. Danke, weil die fährt komplett meinen Film. Was soll die Scheiße? Wir sind Menschen und wir müssen uns bewusst machen, dass uns, ja, das alle betrifft. Ja, ich verstehe das ja auch. Der Tod betrifft jeden und der Tod sollte auch kein Thema sein, was irgendwie tabuisiert wird oder sonst was. Es ist, das Leben ist endlich und das wissen wir alle. Aber das jetzt für so eine Situation auszunutzen, das finde ich halt so pietätlos, wenn das so heißt. Ich glaube, es ist genau das richtige Wort für diese Machenschaften, die hier vollstreckt werden von Dominik. Also ich bin froh, dass du der Bachelor bist. Ihr seht ja Jana Maria hier als Erste, der liegt echt rein, macht die Augen zu, ne? Also hier, Köln 5060, Köln 187. Die Rolle ist ihm sicher. Und ich bin froh, dass ich dich kennenlernen hab dürfen und dass wir so eine tolle Zeit zusammen hatten. Ich bin auch sehr froh, dass du hier bist. Hä, hey, Moment mal, jetzt hat er sich umgedreht und ist doch nicht mehr tot. Also er gibt denn jetzt Feedback darauf zurück? Okay. Ich mag dich schon sehr. Und ich will nicht, dass du stirbst. Ja, manchmal. Du bist ja noch nicht tot. Noch bin ich nicht ganz tot. Ja. Noch bin ich nicht ganz tot, das stimmt. Was ist da los? Klar, von Jana Maria habe ich mir schon erhofft, dass da so ein bisschen mehr kommt irgendwie, ne? Habe ich dann aber relativ schnell gespürt, dass das ihr sehr unangenehm ist. Also wem wird das nicht unangenehm? Fühlt sich unwohl in der Situation? Ja, voll. Nee, ich fühle mich total wohl. Es macht mir gar nichts mehr, hier vorzustellen, dass du tot bist und ich da letzte Worte an dich richte. Kein Problem. Könnt ihr uns ganz kurz alleine lassen? Ich muss sagen, man merkt halt schon, dass da irgendwie immer so eine gewisse, weiß ich nicht, also es ist sehr auffällig auf jeden Fall, dass da irgendwie schon so ein bisschen mehr ist und dass wir halt dann direkt rausgeschickt worden sind, fand ich nicht so cool. Fand ich auch nicht so cool. Also er hat sich doch gewünscht, dass die Mädels daneben stehen. Aber Jana Maria kriegt ja immer ihre Extrawürste. Das lebe ich ein bisschen. Ich will unbedingt die Zeit nutzen, natürlich, um mit dir zu sprechen. Ne? Ja. Und wenn das Gespräch jetzt so, weil du dich unwohl fühlst, ja, weil so ich, abrupt ich irgendwie kann beendet nicht ist. Tot sehen, weil für mich, kann ich nicht. Ah, für den ist es ein Icebreaker. Ein ganz entspannter Icebreaker, um hier ein Gespräch anzufachen. Dominik, nicht dein Ernst. Es war krass. Es war zu viel für mich. Es war zu viel für mich und ich musste auch weinen. Ja, es ist, also je nachdem, was du für eine Beziehung zum Tod hast, wenn du schon mal irgendwie auf einer Beerdigung warst oder was weiß ich, oder vielleicht einen schlimmen Verlust hattest, dann ist damit einfach nicht so richtig zu spaßen. Und man will sich nicht vorstellen, dass die Person, mit der man noch gar nichts hat, aber für die man vielleicht langsam Gefühle entwickelt, tot ist. So, ich finde das geschehen.
Geschmacklos. So, so. Uiuiuiui. Ich mag sowas nicht. Hast du Tränen in den Augen? Ja. Oh, komm her. Ich mag sowas nicht, wirklich. Ist okay. Das war schon krass, ne? Also auch ihr in die Augen zu schauen, zu sehen einfach, dass sie Tränen in den Augen hat. Boah, ey, da merkst du richtig, was du für die schon empfindest irgendwie, ne? Dass das dich so krass mitnimmt, ne? Okay. Okay. Da ist eventuell jemand verliebt ein bisschen. Ich fand das halt ein bisschen unangenehm, weil ich will irgendwie nicht, also ich will nicht, dass irgendwie jemand, also tot ist oder stirbt oder so, weil mein Vater ist auch gestorben und deswegen will ich das irgendwie nicht. Also, das ist mir zu viel. Ja. Oh Mann. Ich finde es aber toll, dass sie ihm das jetzt anvertraut. Okay, verstehe ich. Wie lange ist das her? Schon ein paar Jahre. Ich bin froh, dass du hier bist einfach. Ne? Und ja. Ich glaube, du weißt genauso gut wie ich, was für eine Connection wir auch schon so miteinander aufgebaut haben. Für so eine kurze Zeit ist das nicht normal. Mhm. Ja, aber man muss es ja wirklich nicht auf die Spitze treiben. Und jetzt nochmal die Szene spielen mit, komm, ich bin tot. Sag mir, was du denkst. Es war echt toll von ihm, wie er reagiert hat. Deswegen danke ich ihm, dass er es gemerkt hat, dass ich das nicht so toll fand. Du siehst verdammt heiß aus heute in diesem Outfit. Ah, nochmal ein angebrachtes Kompliment hinterhergeschossen, das kann er. Danke. Ja. Also ich würde mich da ungern jetzt gerade hinstellen. Ich finde das voll schön. Ich habe so ein paar Sachen, die also ich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand vor mir geht jetzt direkt so. Hier bricht ein kleiner Streit aus. Die Mädels haben unterschiedliche Meinungen, aber finde ich interessant. Die eine findet es wunderschön, die andere eher so, Okay, warum findet sie es denn wunderschön, frage ich mich. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum man sagt, dass man so eine Situation benötigt, um ihn sein Herz auszuschütten. Absolut. Bin ich voll bei dir. Es geht einfach darum, dass wir ihm sagen können, was uns auf der Seele liegt. Das ist jetzt eine gute Möglichkeit, ihm zu sagen, was ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, jemandem das zu sagen. Und man müsste sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Aber du wirst gezwungen, jetzt das mal zu sagen. Und das finde ich mega gut. Ja, aber das kannst du doch auch so. Also da musst du ja nicht erstmal hier so ein kleines Cosplay veranstalten. Nee, ich nicht. Ich weiß nicht, warum man auf so einen Moment warten muss. Sei denen das gegönnt, ne? Wenn sie sagen, okay, ich brauche diesen Moment, so um mit ihm darüber zu reden. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay. Okay, also sie macht's nicht, aber sie lässt den anderen Mädels ihren wunderschönen Moment mit dem toten Dominik. Boah, wie das schon klingt. Das ist der absolute Horror. Also ich möchte dir heute sagen, ich war mir immer ziemlich unsicher, ob du mich als Frau wahrnimmst. Okay. Du hast mir gesagt, dass du eine gewisse Anziehungskraft spürst und da habe ich dann gemerkt, dass es halt nicht nur einseitig ist. Ich hätte mit dir auf jeden Fall noch erleben wollen, dass wir Zeit zu zweit haben. Hallo, Dominik, Augen zu, du bist tot. Erst macht er so und dann guckt er die an. Also, das Spiel hat er nicht verstanden. Super schöne Worte, danke. Also, ist mir noch, also am Anfang noch nicht so krass in meinem Kopf gewesen, aber jetzt so in dem Verlauf merke ich immer mehr, das habe ich dir gesagt, dass da echt irgendwie eine besondere Anziehung zwischen uns ist und ich unheimlich gerne Zeit mit dir verbringen will. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Aber nee, unangenehm. Jetzt sagt er da sowas zu ihr und die Mädels stehen daneben. Also, das wird doch nur noch schlimmer, jetzt, wenn ich gleich Daniele sehe, die daneben steht. Oh nee. Genau, danke. Ja, schön, dass er sehr schön reagiert und ich finde, ja, das hat er einfach passend beantwortet. Das hat sie aber auch passend beantwortet, ne? Nächste Angelo Merges, oder was? Okay, dann bin ich mal wieder tot, ne? Kann man darüber dann so Witze machen? Ich weiß es nicht. Also ich sag's mal so, Leute, würde ich das da machen, ne? Und den Tod so auf die Schippe nehmen. Ich hätte wirklich Angst, gerade in so einem Land wie Mexiko, dass ich da irgendwelche Geister sauer mache. Also... Oder irgendwas Übernatürliches. Nee, das muss nicht sein. Das muss in meinen Augen nicht sein. Der erste Moment, in dem ich dich gesehen habe, dachte ich mir einfach nur, wow, was für ein Mann. Die nimmt es auch wirklich richtig ernst. Ne? Fächert sich dabei noch so den Wind zu neben ihrem verstorbenen Geliebten. Du hast immer gesagt, dass ich dich überrasche. Hast du mir gerade das Messer in den Kopf geworfen? Und du hast mich auch ab und zu dann überrascht und hast mich dann ja so ein bisschen wie ein kleines Mädchen fühlen lassen. Und das fand ich super schön. Farewell. Tschüss. Also, naja. Sehr passende Worte auch. In dir steckt echt was, was ich noch gar nicht so entdeckt habe. Du wirst irgendwie von Mal zu Mal noch interessanter für mich, als was du jetzt schon bist. Aber wenn ich dich anschaue, da spüre ich ja sehr viel einfach, was ich dir noch gerne auch noch mit auf den Weg geben will. Und das kann ich dir dann sicherlich auch noch mal bei Gelegenheit sagen. Das klingt so pervers. Ich spüre was, was ich dir auch noch gerne mit auf den Weg geben will. Gut. Also, nee, es ist natürlich auch wieder sehr romantisch.
Und wieder stehen die Mädels daneben, es ist doch echt brutal. Also wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever war bei mir, dann würde ich auf jeden Fall mit heute antworten. Also das schlimmste Date, was ich ever gesehen habe in so einer Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich damit gehadert, mit mir selber auch, weil ich mir echt dachte so, okay, entweder ich kipp die Stimmung und brech das ab oder ich reiß mich jetzt zusammen und sag ihnen halt einfach, was ich ihm zu sagen habe. Ach, ich glaube, würdest du Dominik sagen, du Dominik, ich kann das gerade nicht. Ich sag dir gerne, was ich für dich fühle und so in einer anderen Situation, aber hier und so jetzt, ich kann das nicht. Das ist mir einfach too much. Ich glaube nicht, dass Dominik das Gefühl hätte, die würde da die Stimmung sprengen oder sowas. Also, kann man machen. Was macht's denn jetzt? Wenn ich dich ansehe, dann verspüre ich Dankbarkeit, Freude und Anziehung. Okay, hat sie also doch ein paar nette Worte vorbereitet. Ey, wie ausgewendig gelernt kann das sein? Aber sich vorher die ganze Zeit beschweren. Hätte ich doch genauso gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich in deine Augen verirre. Ja, ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Momente genießen werden zusammen. Ja. Schön, danke. Ich muss auch ehrlich sagen, bis zum Schluss glaube ich, dass er diese Situation nicht so hart eingestuft hat, wie ich das tatsächlich empfunden habe, sondern es eher ein bisschen metaphorisch gesehen hat oder eher mit einem zwinkernden Auge. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, oder dass die Produktion es halt vorgeschlagen hat, das machen wir jetzt, nein, nein, das ist cool. Und ihm halt so lange reingelabert hat, bis er gesagt hat, ja komm, wir machen's. Ist ja eine coole Idee, ist doch irgendwie schön. Das ist wie ein Film. Ja, ich kann alles, was du gesagt hast, auch tatsächlich auch dir wieder zurückgeben. Ja, jetzt schmiert er der wieder Honig ums Maul. Komm, wir gucken uns die nächste an. Wir hatten eine sehr kurze, aber sehr intensive Zeit. Oh, Nele. Nele. Die ich von Anfang an sehr genossen habe. Ich wusste es sehr zu schätzen, dass ich bei dir ich selbst sein kann und ich mich einfach unfassbar wohl in deiner Nähe gefühlt habe. Die nimmt es ein bisschen zu ernst, kann es sein. Ich habe von Anfang an eine Anziehung gespürt und wollte immer gerne in deiner Nähe sein. Von Anfang an hatte sie dieses vaskuläre Pochen. Der Funke, wie Männer das so schön sagen würden, ist von Anfang an übergesprungen. Jetzt fehlst du mir, weil ich gerne noch mit dir die Welt erkundet hätte, mit Jogginghose auf der Couch gechillt hätte, mit Netflix. Ich finde seine Reaktion so geil. Liegt er da? Was bedeutet das? Oder auch das ein oder andere Tischtennisspiel noch mit dir gespielt hätte. Ich hätte mir sehr gerne noch viel mehr Zeit zu zweit gewünscht, um sich einfach noch näher kennenzulernen und vielleicht eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Schade. Ist leider nichts geworden. Dominik ist ja leider schon verstorben. Wow. Nee, doch nicht. Er lebt noch. Aber es war ja auch wieder geil. Wow. Oh, das hast du so gut gesagt. Oh, ich will dich umarmen. Bitte, bitte, bitte. Okay. Also ich fand das super, wie sie es mir als Toten in dem Moment gesagt hat. Und ey, da waren so viele schöne Sachen dabei. Ich fand's auch super. Also es war so empathisch. Und man muss ja auch ein bisschen einfühlsam sein mit den Toten, ne? Und da die richtigen Worte wählen. Und wie sie es mir gesagt hat. So wünsche ich es wirklich jedem Toten. Ich und Nele, wir stehen uns ja auch echt schon nah und da ist ja schon echt mehr passiert. Und wir wissen auch beide, dass da eine ganz gewisse Spannung ist. Mit dir könnte ich mir echt vorstellen, was Großes aufzubauen, ja. Ich mir auch. Das freut bestimmt Jana Maria, die da immer noch steht. Naja, und alle anderen auch. Also, nee! Klar weiß ich, dass manche vielleicht ein bisschen weiter sind, manche vielleicht nicht. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass er da mehrere Personen kennenlernt. Aber ich muss nicht unbedingt dabei sein, wenn Person A das Herz ausschüttet bei ihm und Person B dann auch und er die Worte zurückgibt und sonstiges, weil ich muss nicht wissen, wo die beiden stehen. Die bringt es doch auf den Punkt. Also... Was soll das? Wir haben von Dominik Tequila geschickt bekommen und ein bisschen Make-up. Wir feiern jetzt. Ich sag's nur so, alles besser als auf diesem Kackdate zu sein gerade. Ah, wie geht das nochmal? Lecken, schlucken, beißen. Genau. Ansonsten, Denise? Shot, 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 shot. Tequila ist alles. Tequila ist Leben. Die haben die ganze Flasche geplättet. Pegel ist da. Gibt es irgendwas im Leben, was ihr so krass bereut? Ja, das heutige Date. Also ganz ehrlich, ich bin echt sauer, dass ich mir da nicht treu geblieben bin und gesagt hatte, come on, das ist mir einfach eine Nummer zu viel. Zu viel. Also wo ihr sagt so, okay, boah, das hätte ich anders gemacht? Nö. Mm-mm. Also alles so wieder würdet ihr genauso machen? Ich finde halt auch, aus Fehlern lernt man einfach. Cool. Ich verstehe sie ja, man wäre nicht am selben Punkt, wie man wäre, ne? Weil Butterfly-Effekt und so. Wenn du jetzt eine Sekunde in der Vergangenheit veränderst, ändert sich alles in der Zukunft. Aber nur deswegen würde ich nichts verändern.
Ansonsten würde ich, glaube ich, vielleicht schon da die eine oder andere Schraube nochmal drehen. Bei mir ist das Einzige, ich sag mir manchmal, ey, hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit mit meinen Großeltern schon verbracht. Oh, das finde ich eine schöne Sache. Ist so. Jetzt mag ich ihn wieder. Scheiße. Weil jetzt bin ich echt an einem Punkt, wo mein Opa so im Krankenhaus liegt und ist ja eigentlich nur oder mehr oder weniger so vor sich hin vegetiert, ne? So an so einem Punkt sind wir angekommen. Da bereut man einfach, dass man vielleicht zu wenig Zeit verbracht hat, was vielleicht auch gar nicht wahr ist, aber das wirft man sich dann so ein bisschen vor und denkt sich, okay. Ich denke auch. Also klar, man kann immer mehr Zeit mit den Leuten verbringen, aber ich glaube, du wirst es nie zu einem Punkt schaffen, wo du denkst, okay, ich habe jetzt genug Zeit mit dieser Person verbracht, es ist okay, wenn die von mir geht, oder? Boah, ich kann direkt heulen. Das finde ich schon ein sehr emotionales Thema auch, dass du jetzt über Familie sprichst und so, finde ich schon wieder toll. Ich liebe meinen Opa. Mein Opa soll natürlich, solange es geht, hier auf der Welt sein. Der hat ja auch das alles mit Gran Canaria und so ein bisschen auch in die Wiege gelegt, ne? Ah, wie cool. Da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren, das sage ich euch. Und das geht schon an einen ran, an einen sehr nah ran. Und jetzt gerade auch hier auf der Reise kämpft er um sein Leben, also ist nicht einfach. Ja. Gott, da fehlt dem Dominik sogar die Stimme. Ich habe so ein kleines Kuscheltier dabei. Echt? Ja. Was für eins? Das ist so ein ganz kleiner Hase, den ich von meiner Oma mal geschenkt bekommen habe. Oh Mann. Liegt bei mir im Bett, ja. Ey, es wird besser und besser. Was ist denn los hier? Hast du den schon als Kind gehabt? Den habe ich jetzt ungefähr seit 5 Jahren. Den hat sie mir irgendwann mal geschenkt. Und seitdem begleitet er mich. Das ist ja zuckersüß. Mann! Ich find's schön, dass er einen kleinen Hasen dabei hat. Wenn die das erklingt, das irgendwie komisch. Ich find's auch schön, dass er sich so weit öffnet, dass er uns auch sowas anvertraut, weil das ja irgendwo ist es ja nicht unbedingt das Männlichste zu hören, dass man mit einem Kuscheltier einschläft, aber ich find, das macht ihn ja so attraktiv. Was jetzt, dass er so unmännlich ist? Ja, absolut. Der Abend ist noch nicht ganz vorbei, zumindest für eine nicht. Heute Abend würde ich gerne Jasmin. Ehrlich? Mitnehmen. Cool, da freue ich mich. Ja. Danke. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der nimmt Nele, aber okay. Wir werden noch ein bisschen durch die Straßen hier taumeln. Der ist schon wieder auf seinem Taumeltrip. Also ich frage mich wirklich, ist es für ihn wirklich, also ein Muss. Ich muss mir erstmal die Frau besoffen angucken. Und wie die da ist, das zeigt ihr wahres Gesicht. Naja, hat er recht. Ansonsten geht nichts. Die Mädels gehen zurück in die Villa und die eine hat immer noch, naja, wie soll ich sagen, den Teekocher auf 180. Für mich war der Abend komplett gelaufen und ich habe mich auch wirklich riesig darüber gefreut, dass ich nicht die Auserwählte war. Ah nee, die ist nicht sauer, die ist hoch erleichtert. Er soll sich tot in den Saal, also so als ob er tot ist und wir haben die letzten Worte an ihn zu richten. Ich wollte raus. Hier hätte ich so, halt, stopp, nein, Abbruch. Valeria stellt sich in der Tradition jemand tot. Und das habe ich nämlich auch gesagt, das hat nichts mit Mexiko und Totenfeiern oder sonstiges zu tun. Nee. Ah, okay, also selbst Valeria sagt, das hat damit nichts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es nicht. Und an dem Altar waren so kleine Gegenstände, die uns alle mit ihm verbinden. Zum Beispiel meine Kamera, die ich ihm geschenkt habe. Und Armbänder. Armbändchen für dich. Warum Armbändchen? Hä? Weil ich immer seinen Armband trage. Ach so, das ist seins? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Habe ich euch nicht erzählt. Oma's aber fucking shit. Hier bahnt sich jetzt was an, Leute. Ihr habt es ja sicher mitbekommen, dass Lara von ihm auch ein Armband geschenkt bekommen hat, ne? Die waren auf diesem Markt und dann hat er sich eins ausgesucht für sie und sie hat sich auch eins ausgesucht für ihn. Jana Marie hat aber schon beim ersten Date ein Armband bekommen. Ich glaube, jetzt ist hier aber Alarmstufe rot. Ich stresse jetzt die Anna an. Was? Ich stresse jetzt die Anna an? Hm? Ja, nicht Zeit wird. Wegen einem Armband. Ja. Ich spreche dir das drauf an. Ja, frag sie mal. Hä, die haben die nicht gefragt am Tisch, da wo alle zusammenstanden? Hätte ich doch sofort gefragt. Erzähl, was geht? Wie? Hast du es dem abgezogen oder was? So heimlich. Oder wie so ein Trickdieb, während die irgendwo auf so einer Bank saßen. Zack, hat sie es ihm abgezogen. Ja, also Jana hat ja auch nicht allen erzählt, dass das Armband von Dominik ist. Nein, kein hat sie es erzählt. Ja, doch, einer Person. Ja, genau. Ich habe sie gefragt und dann hat sie das gesagt. Und seitdem ist die Diskussion losgebrochen. Ja. Das finde ich jetzt hier ein bisschen komisch. Also Aurora hat jetzt nochmal zusammengefasst, was jeder sowieso schon weiß. Dann hat Emily gesagt, sie weiß es. Und wegen Emily diskutieren die jetzt darum. Hä? Sie macht da halt irgendwie so ein Mysterium drum, was ich meiner Meinung nach unnötig finde, weil wir sind halt hier unsere Ansprechpartner. Da finde ich, sollte man offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Aber ist das ehrlich, wenn man es, ist das nicht ehrlich, wenn man es nicht sagt? Es ist ja auch nicht gelogen. Also ich finde es auch nicht unehrlich. Ich finde es okay. Ist doch ihre Entscheidung, es zu sagen oder nicht. Für sie ist es blöd, klar, weil sie hat auch einen Armband bekommen. Die kommt sie jetzt doof vor. Aber ich finde nicht, dass Jana Maria da irgendwie in der Schuld steht, den Mädels das zu erzählen. Oder?
Nö. Jana, hä? Darf ich was fragen? Ja. Weil das Gespräch mit dem Armband kam auf. Und ich wollte dich fragen, woher hast du das bekommen? Oder von ihm am ersten Date. Okay, weil ich kam mir ein bisschen blöd vor, dass ich halt jetzt auch ein Armband von ihm habe. Ja, aber da kann doch Jana nichts für. Das ist Dominik, der komische, der über seine Freundschaftsarmbänder verteilt. Wer schenkt jedem ein Armband? Er schenkt nicht jedem ein Armband. Das macht er nicht. Ich verstehe Lara, es ist kacke. Es ist super kacke. Aber ich glaube, genauso kacke war es für Jana Maria, dass Lara mit dem Armband nach Hause gekommen ist. Sie dachte bestimmt auch so toll. Und denkt jetzt halt wirklich so, der schenkt dir dann ein Armband. Toll. Ich habe es nicht am ersten Tag gesagt, weil hier voll Stress war und keiner wusste, wohin. Und war alles voll negativ. Und ja. Ich kam noch mit einer Rose heim. Das verstehe ich auch. Stellt euch mal vor, wenn ich dann noch gesagt hätte, Jana hat mir dann auch noch ein Armband. Ich glaube, da wäre eh alles egal gewesen, um ehrlich zu sein. Glaube ich nicht. Aber spätestens da, wo ich meins auch bekommen habe, hätte ich mir schon gewünscht, dass du sagst, so, ja, okay. Ich habe auch eins bekommen. So. Ja, hätte sie sich vielleicht gewünscht, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu viel verlangt, weil der Zug dann noch schon abgefahren ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Jana Maria das vielleicht irgendwie erzählen wollte, aber dann hat sich das gar nicht ergeben, dann ist schon ein Tag vergangen und dann dachte sie sich, okay, wenn ich es jetzt erzähle, dann ist es halt auch blöd, weil alle werden sagen, hey, warum hast du es nicht gestern erzählt? Das ist eine Kacksituation und vielleicht wollte sie es auch Lara nicht sagen, weil wenn sie ja zu Lara dann geht und sagt so, ey, ich habe übrigens auch ein Armband hier, dass Lara dann zu Dominik geht und sagt, du, übrigens, Jana Maria hat erzählt, die hat auch einen Armband von dir, schenkst jetzt wieder einen Armband. Dann wäre ja Jana Maria die Blöde. Wisst ihr? Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt hätte, hätte ich dann einen Armband von dem bekommen. Bei mir war es so, der hat mir das Armband geschenkt, oben im Flieger. Das hat gar keiner mitgekriegt. Jetzt erklärt sie nochmal, wie es war. Es war vor dem Flug, irgendwie so random. Und ich habe noch nie mit ihm geredet gehabt oder so. Und dann sagt er, hier, nimm mal mein Armband. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt behalte ich's. Es war schon eine andere Situation als, komm, ah, da ist zufällig ein Markt, wir kaufen uns Freundschaftsarmbänder. Das stimmt schon. Das muss man halt auch nochmal differenzieren, ne? Könnte Lara ja jetzt machen, weil sie kennt jetzt die Wahrheit. Aber du meinst zu mir, dass er das Gleiche hat wie du? Aha. Er hat mir sein Armband, wo er anhatte, einfach gegeben. Mhm. Und seitdem habe ich das an. Habt ihr ja gesehen, das seht ihr ja jeden Tag. Ja, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, bis das Thema halt aufkam. Ja. Und ja. Aber ich wollte es halt auch nicht so jetzt am ersten Tag sagen, weil das war das erste Date mit mir. Ja, hätte ich mir tatsächlich schon gewünscht, weil ich mir jetzt irgendwie ein bisschen verarscht vorkam. Ja. Hm. Ich verstehe sie. Ich hätte mir ja auch verarscht vorgekommen. Ich wäre mir auch verarscht vorgekommen. An Laras Stelle, aber come on. Also Kirche mal im Dorf lassen. Jetzt nicht die Schuld bei Jana Maria suchen, finde ich. Schon. Ich fühle mich blöd mit dem Armband. Also ich will es auch gar nicht anziehen. Ich fühle mich bescheuert. Ja, dann zieh es nicht mehr an, aber das ändert doch nichts daran. Also nur wegen der Wahrheit willst du es jetzt nicht mehr anziehen. Aber was kann sie jetzt dafür? Hättest du es von Anfang an nicht angezogen? Oder hättest du beim Markt zu ihm gesagt, kaufst du wohl jeder ein Armband? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So, es hätte, glaube ich, nichts geändert. Naja, innerlich für sie, aber ich weiß nicht. Ich finde sie beide blöd. Das war scheiße von mir, ich weiß es. Ah, sie fand das selber scheiße. Bin ich hier die Einzige, die es nicht so schlimm findet? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Sie muss es mir nicht erzählen, sie muss es nicht den anderen erzählen. Sie hätte es einfach nur dir sagen können. Ja. Und fertig, aus. Punkt. Damit ich nicht wie die Dumme dastehe. Aber genau das wollte sie. Nein, glaube ich nicht, dass du da stehst wie die Dumme. Mm-mm. Ihr seht das gerade alles nur aus eurer Perspektive und ich finde es geil, dass sie extra ihr Equality-T-Shirt für diese Diskussion angezogen hat. Ich kann mir dieses Gelabere dann da unten auch nicht mehr anhören, so von ihr. Sorry, sie ist mir momentan too much einfach. Deswegen meide ich sie auch so ein bisschen. Mittlerweile, denke ich, fallen auch ein paar Höhlen hier. Ein paar Höhlen fallen? Entschuldigung. Oh, von Ronson. Und, Moment mal, die meint, es fallen ein paar Masken, kann das sein? Ich bin bei ihr vorsichtiger als davor. Ja, ihr solltet da mit allen vorsichtig sein. Meine Meinung. Kauft uns für dumm. Ja. Aber nee, also ja, ein bisschen, aber meine Güte. Ich weiß nicht. Ich will jetzt Jana Maria auch nicht komplett in Schutz nehmen, aber ich finde einfach die Aktion, egal wer das da gemacht hätte, ich find's okay. So, sie hätte ja auch fragen können, was ist das für ein Armband? Ich meine, Lara hat es ja nur gesagt, weil Jana Maria sie explizit auf das Armband angesprochen hatte. Genau wie es Emily bei Jana Maria gemacht hat. Da hat sie es ja auch erzählt. Ja. Du musst es erstmal jetzt alles ein bisschen sacken lassen. Klar, das ist jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber deswegen sollte ich vielleicht mal ein bisschen in den Konkurrenzkampf umschalten. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sagt, ich sollte einfach mal ein bisschen chillen.
Aber schalt du mal in den Konkurrenzkampf um. Wir gucken zurück zu Dominik's Date. Ich finde schon, es war ein bisschen Romantik in der Luft war und Blicke. Und sie hat meine Hand auch dauernd festgehalten. Also selbst wenn ich sie hätte loslassen wollen, hätte nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert, die hätte mich weiterhin gezwungen. Ich bereue es halt auch nicht. Bist du ein eifersüchtiger Mensch so normalerweise? Oh Gott, jetzt fängt hier eine Konversation an. Ihr sagt mir, was ihr denkt. Also ich glaube, ich habe schon eine gesunde Eifersucht. Und ich finde es auch wichtig, dass man eifersüchtig ist, weil das Liebe auch irgendwie ein Stück weit zeigt. Okay. Genau, ist wichtig. Also wenn du von Natur aus nicht eifersüchtig bist, ein bisschen solltest du dir da erzwingen. Ne? Weil sonst fühlt sich dein Partner nicht geliebt. Das erstmal. Aber ich bin, Ich gehe mit meinen Kumpels in den Urlaub, oder? Ich habe eine... Nein, da nicht. Nein? Das ist überhaupt kein Problem. Wirklich, da bin ich eine ganz entspannte. Fabulous. Ich habe eine beste Freundin. Beste Freundin ist auch okay, weil ich habe auch einen besten Freund. Ich habe keine beste Freundin. Nicht, aber es ist war nur eine, okay. War nur ein, ja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Okay, pass mal auf. Ich finde, es gibt da schon Unterschiede. Wenn jetzt mein Freund mit Freunden in den Urlaub fährt, die ich eh scheiße finde, wo ich genau weiß, die sind immer nur am Saufen, die bezahlen für Frauen, das ist deren Lifestyle, so gehen die feiern und bla bla bla. Fände ich jetzt nicht besonders lustig, wenn der mit denen geht. Wenn es aber Kollegen sind, wo ich weiß, die sind mega korrekt, die können ihr Leben leben, ohne meinen Freund mit reinzureißen, so wisst ihr, wie ich meine, kein Ding. Aber da muss man doch irgendwie differenzieren, oder? Genau wie mit besten Freunden und so. Ich will das erstmal abchecken. Ich will erstmal sehen, ob die Gefühle für dich hat. Das sage ich dir aber mal nach dem ersten Treffen. Also, finde ich schwierig. Ich finde auch generell kann man keine pauschale Antwort für Eifersucht geben, weil es immer auf die Situation ankommt. Bist du eifersüchtig? Ich bin eifersüchtig. Ich bin so ein Typ, der auch gerne seine Frau markiert und... Ja, das liebe ich. Tut mir leid. Ich habe auch das Gefühl bei dir, wir können jetzt da hochgehen und dann... Dance mal ein bisschen, oder? Diese... Dance haben wir schon geübt. Wir könnten jetzt hier Gas geben, ne? Wir könnten, aber das machen wir nicht. Okay, okay, wir gehen weiter. Also, sorry, aber what was that? Ich will weg von... Okay, die gehen weiter, setzen sich jetzt ans Meer auf eine Bank und hier wird noch ein bisschen gequatscht. Was für ein Gefühl nimmst du von heute Abend mit? Was für ein Gefühl hast du so? Also es gibt mir auf jeden Fall die Sicherheit, weil ich vorher dachte, so ich weiß nicht, wenn ich mit ihm komme und du schon auch mit anderen Mädels so weit gekommen bist, ob wir da überhaupt noch den Punkt haben, irgendwo anzuknüpfen. Also mein Herz ist offen. Natürlich. Natürlich. Ich habe zwar schon 3 oder 2, auf jeden Fall ein paar geküsst. Und auch schon öfter gesagt, ich finde die ganz toll und mit dir kann ich was Großes aufbauen. Ich meine, da warst du ja eben dabei. Trotzdem ist mein Herz offen. Ich verstehe ihre Frage. Jetzt mal ganz im Ernst, habe ich komplett vergessen, dass die ja eben die ganze Zeit dabei stand, als er irgendwie da seine ganzen Liebeserklärungen zurückgegeben hat an die Frauen, die er vorher von denen kassiert hat. Ach Mensch. Wenn ich nicht offen wäre, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Mein Herz ist nicht verschenkt, mein Herz ist noch komplett offen. Gut. Ja. Jetzt weiß ich wieder, warum ich hier bin. Super schön. Ich fand, es war wirklich ein schönes Date. Okay, ein bisschen Händchen wird hier gehalten. Ich bin sehr glücklich. Und du? Super glücklich, dass wir einfach jetzt Zeit miteinander hatten. Super glücklich, aber nur, weil wir Zeit miteinander hatten. Nicht mehr und nicht weniger, Fräulein. Ich habe die Zeit richtig genießen können. Die Frau ist der Hammer. Okay, dann lass dich nochmal drücken. So eine Frau, die hat Potenzial, die kannst du irgendwann heiraten. Ja, ich sag ja, Spielerfrau. Das sind die machen alles für den Mann. Das ist jetzt auch so richtig scheiße. Ich will jetzt gar keine Spielerfrauen abwerten. Ich meine, Jackpot! Glückwunsch, wenn du es geschafft hast. Sehr gut gemacht, Baby. Super schön. Ich werde mit. Scheiße, Leute. Habt ihr gesehen? Das ist eine doppelte Umarmung. Ich glaube, der hat ein Briefing bekommen. Dominik, das geht nicht mehr. Du musst doppelseitig machen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Ich sehe schon den Shitstorm in der Bild und der Express. Das geht nicht mehr. Du bist der Bachelor. Ich bin der Bachelor, ne? Echt einem sehr guten Gefühl heute ins Bett gehen. Ich auch. Und, danke für den Abend. War schön. Mach's gut. Schlaf schön. Du auch. Ciao. Ciao. Meint ihr, das sagt er auch im echten Leben so? Auf jeden Fall. Gute Frau, ja. Gute Frau. Gute Frau, ey. Gute Frau. Danke für die Einspieler, Dominik, Alter. Also wenn sie einer kann, dann du. Hat Spaß gemacht. Gott, wir gucken zurück in die Villa. Also nochmal zurück zu dem Thema mit dem Armband von Jana. Großes Fragezeichen. Ich verstehe das nicht. Er hat mir eins gekauft. Wir haben uns das gegenseitig ausgesucht. Mir war recht, wenn sich hier mal jemand beeft. Warum muss sie jetzt auch unbedingt ein Armband haben von ihm? Warum? Ihr wisst doch alles. Sie hat es doch genauestens erklärt. Das ist Fahrt, die sind alle so harmoniesüchtig. Das ist wirklich eine ganz schlechte Eigenschaft, wenn Menschen harmoniesüchtig ist. Ich will eigentlich immer am liebsten Stress.
Ich bin durch mit dir. Ja, mich amüsiert. Ich brauche ja irgendwann eine Beschäftigung, ne? Das ist halt eine schlechte Charaktereigenschaft, finde ich einfach. Da passt gar nichts zusammen. Das ist gelogen, dass sie das noch nie angeschaut hat. Ihre beste Freundin ist die Gewinnerin. Hä? Ah, okay, kleiner Rückblick. Ich habe den Bachelor noch nie gesehen. Ich habe noch nie eine Folge vom Bachelor angeguckt gehabt. Warte mal, ich habe es noch nie gesehen gehabt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder wirklich noch nie? Ich finde das gar nicht so verwerflich und auch, also, ja klar, wenn meine beste Freundin da mitmacht, aber waren die da schon beste Freunde, als sie damals mitgemacht hat? Also ich würde ja jetzt nicht nachträglich nochmal die Staffel angucken, oder? Also weiß ich nicht, kann man machen, muss man aber nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt dafür spricht, dass Jana Maria lügt. Ich weiß nicht, ob man ihr das glauben kann, weil... Wenn die beste Freundin hier mitgemacht hat und auch noch gewonnen hat. Wer war das? Claire Lacey. Nein! Doch. Kommt ein bisschen unglaubwürdig rüber. Naja, ey, ich find's krass. Die hat blaue Kontaktlinsen drin. Das sieht ja mal komplett aus wie ein anderer Mensch. Die hat ja auch gesagt, sie fragt lieber aus, anstatt dass sie selber was preisgibt. Und sowas ist für mich Link. Was ist daran Link, wenn du den Leuten das sagst? So bin ich. Was sie weiß, sie verstrickt sich in Lügen. Ja, safe. Ah, ich hab's, glaube ich, jetzt zusammengesetzt, das Puzzle. Die denken, die lügt. Die denken, das mit dem Armband stimmt nicht. Und mit dem Bachelor. Ey, Leute. Sorry, aber nö. Wir gucken uns jetzt erstmal den nächsten Tag an. Franzi, Emily, Anna, Lara, Valeria, Chiara F. und Chiara M. Ich habe Bock auf eine Beachparty mit euch. Lasst uns gemeinsam in den Sonnenuntergang tanzen. Schlüpft in eure Bikinis. Ich warte am Strand auf euch. Was, wenn man einen Badeanzug mit hat? Muss ich zu Hause bleiben, toll. Ja, die gehen jetzt auf eine Beachparty und... Freuen die sich? Ich freue mich richtig. Jetzt, wo ich weiß, dass ich mit ihm warm geworden bin, habe ich auch mehr Motivation, mehr auf Jagdmodus zu gehen. Ah ja, die Emily, die krallt sich jetzt den Bachelor. Sie ist nämlich ja 2 Wochen war die weg, ne? Krass. Ich bleib hier, Lara. Echt jetzt? Ich muss hier bleiben. Oh, die ist krank anscheinend. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dann hat meine ganze rechte Seite total wehgetan und mein Ohr hat gepocht. Okay, kann nicht mit. Die Arme. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Und? Vielen Dank für die Einladung. Ja. Hi. Hi. Sind wir vollzählig? Wir müssen eine Message überbringen. Okay. Franzi hat einen Zug am Ohr und eine anbahnende Mittelohrentzündung. Oh. Sie wollte, ihr Kampfgeist wollte unbedingt her, aber die Ärztin hat leider nein gesagt. Hat sie nein gesagt? Okay, schade. Bin überrascht, dass Emily die Botschaft überbringt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie auch noch so sagt, ja, die wollte eigentlich voll gern, aber es hätte ich ihr nicht zugetraut. Ja, aber was jetzt die Situation für mich auch nicht einfacher macht, was Franzi angeht. Wir hatten noch keine Zeit zu zweit. Wir haben auch irgendwie noch nicht so den perfekten Connection-Punkt gefunden, muss ich sagen. Ach, ist doch okay. Ich meine, du hast ja genug Connection-Punkte mit den anderen Mädels gefunden, oder? Irgendwann reicht's dann auch mal. Wachst mir alle ans Herz langsam, ne? Das wird echt schwieriger. Also wer jetzt, sage ich mal, freiwillig das Handtuch wirft, das wird mich schon jetzt schon verletzen in der Phase. Okay. Aber darf eine Frau sich verletzt fühlen, wenn du sie rausschmeißt? Ist ja eigentlich irgendwie dasselbe, oder? Alle Frauen, die bis jetzt da sind oder noch da sind, da ist Interesse meinerseits da. Bei den einen natürlich mehr, bei den anderen weniger, ist auch ganz klar. Scheiße. Habt ihr das gehört? Alle Frauen, die bis jetzt noch da sind, da hat er Interesse. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Immer, das kann doch nur besser und besser und besser werden. Habt ihr schon mal Beachvolleyball gespielt? Nein, ich nicht. Ich glaube, Anna ist richtig gut da drin. Wenn du genauso gut wie im Tischtennis bist, also dann läuft das hier. Dann kannst du uns noch ein bisschen was beibringen. Erstens war Anna richtig schlecht im Tischtennis und zweitens, der spricht immer Anna an. Die hat noch nie irgendwie versucht, so das Gespräch mit dem zu suchen. Echt noch nie. Ich hasse euch so sehr. Guck mal, und dann direkt wird noch beleidigt. Die Anna weiß, wie man mit Menschen redet. Ich kann nicht Volleyball spielen, weißt du? Ich bin richtig scheiße. Wenn ich sage, ich bin scheiße, das ist kein Spaß. Ich bin richtig wie ein fucking faule Brokkoli. Fucking faule Brokkoli. Oh, da musste ich gerade an Shakira denken. Ist das der oder der? Wir können uns überlegen, welcher besser ist. Das ist Wilson. Oh, der ist schön. Ja, ne? Wollen wir den nehmen? Ja. Oh, das hat er nicht gecheckt. Hat er nicht Castaway geguckt. Da würde bei mir auf jeden Fall Alarmstufe rot. Okay, Anna, du hast Aufschlag. Ey, da ist die ganze Zeit was, Mann. Da ist die ganze Zeit was, Mann. Da sind immer Blicke, da ist immer ein Lächeln, da ist immer eine Gelassenheit, da ist immer ein Wohlfühlfaktor, da ist immer so ein, ey, ich kann mich gehen lassen, da ist immer was. Anna, ja! Der steht so auf die, ne? Bitte realisier du genauso wie ich, dass wir echt an einem weiten Punkt sind, auch wenn dieser Kackkuss nicht gefallen ist bis jetzt. Krass. Anna, hast du gehört, ne? Wenn du jetzt endlich mal ein bisschen offener wirst, dann wirst du die Gewinnerin der Show. Also so klingt's, oder? Ich finde schon ein bisschen.
Emily war von Anfang an irgendwie so präsent in meinem Kopf, das habe ich auch gesagt. So. Ach so, nee, der bewertet gerade alle nochmal, oder was? Ich dachte, das ist jetzt nur speziell für Anna. Sie kamen da rein am roten Teppich und ich habe richtig gemerkt, okay, bei uns ist da auch was in der Luft. Was ist denn da in der Luft? Emily? Und rüber, sehr gut. Ja, ich finde Chiara, also ich merke da ein Feuer, ich merke da flirtige Blicke, ich merke da Anziehung, ich merke da echt viel bei der Chiara. Also die legt sich ins Zeug. Ja, sie ist auch, wie gesagt, auch sehr präsent in meinem Kopf. Krass, 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 krass. Ich glaube, bei dem ist halt wirklich bei jeder was, ne? Das meint er halt wirklich nicht nur so. Du merkst richtig, wenn Valeria da ist, sind automatisch andere auch lockerer. Voll wichtig für die Stimmung einfach, ne? Die nimmt so eine, die gibt so eine Lockerheit damit rein, ne? Die werden sie nicht zu unterschätzen. Ich bin ja eher so einer, der genießt es dann ein bisschen mit Vorsicht. Eine Lara, die bricht vor, die wird am liebsten da rein jumpen. Okay, was ist hier los? Baywatch. Aber hat doch gesehen, dass es dann gar nicht so ungefährlich ist. Das war wirklich eine große Gefahr. Zum Glück war der große Dominik daneben und hat sie gerettet. Chiara, mit dir würde ich gerne noch mal reden. Mir? Ja. Ja, können wir gerne machen. Super. Dann redet mal. Also ich weiß auf jeden Fall, die hat irgendwas mit Tourismus am Hut, mehr weiß ich. Und die kommt aus Hamburg. That's it. Bislang habe immer ich Initiative ergriffen, weil ich sie ja kennenlernen wollte. Weil ich will keine Entscheidung treffen, ohne dass ich einen Mensch gar nicht kenne so eigentlich. Ne? Also keiner ergreift doch da wirklich die Eigeninitiative, oder? Außer Jana Maria vielleicht. Ich sag nix. Ja, schön. Aber nicht direkt abhauen, okay? Nee. Hä? War das schon wieder ein Witz? Der war doch gar nicht lustig. Da würde ich erstmal stehen bleiben und sagen, den musst du mir erklären. Also ein bisschen glaube ich schon, dass die Mädels mich hier unterschätzen. Wir sind immer noch nicht so richtig weitergekommen. Nee, das stimmt. Weil ich so eine süße kleine Maus bin, die aber auch trotzdem immer so gute Laune macht und auch partylustig ist. Die kann sehr gute Attribute über sich selbst sagen, ohne Probleme, ne? Ich glaube, die haben mich noch nicht ganz auf dem Kicker. Auf dem Kicker? Das ist aber auch wieder was anderes, oder? Das hast du doch nur Leute, die du nicht leiden kannst. Das freut mich auch, dass du mich rausgenommen hast. Ja? Ja, sehr. Sehr schön. Ja, ich will mehr über dich erfahren, aber wie gesagt, bislang hat mir noch nicht... Ich kann dich ganz schlecht noch einschätzen. So. Was passiert gerade in deinem Kopf? Ja, also pass auf. Ich bin sehr gespannt. Okay, jetzt hören wir mal, was passiert in Chiaras Kopf. Mein erstes Bedenken war tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass du nicht so Interesse hattest. Ehrlich? Ja, und deshalb habe ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen. Okay, Punkt Nummer eins, es läuft bei denen. Und, das soll jetzt nicht blöde klingen, aber eigentlich habe ich einen anderen Typ Mann. Was ist denn dein Typ Mann? Ja, Südländer. Ah, okay. Warum lacht die denn noch so doof? Der Arme. Ist halt auch genau dasselbe wie bei Anna eigentlich, ne? Was ist denn hier los, ne? Könnt ihr mal, also eure Auswahl, ne? Eine Anna sagt mir Südländer, eine Chiara sagt mir Südländer. Was geht denn ab? Ich mache mir schwarze Haare. Keine Ahnung, was ich mir noch mache. Ich glaube, das würde reichen, ne? Der mit schwarzen Haaren hätte dann doch schon einen südländischen Touch, oder? Bisschen mehr Tanning, die Sache läuft. Das heißt nicht, dass du nicht unattraktiv bist, weißt du? Danke. Du schmeichelst mir so sehr. Boah, die hat ihn richtig weggedisst. Das heißt ja nicht, dass du nicht unattraktiv bist. Was bedeutet? Er ist unattraktiv. Wir haben geredet, sie lacht viel und es ist ja auch schön, dass sie viel lacht. Naja, die lacht halt wirklich über jeden Furz, ne? Aber so manche Dinge auch da gefallen mir einfach auch nicht, was sie gesagt hat. Gefallen mir einfach nicht, was er... Manchmal verstehe ich den nicht und dann sind es so Sätze, wo es wichtig ist. Es gefällt ihm nicht, was sie gesagt hat? Habe ich das richtig verstanden? Krass. Aber da sagt er jetzt auch mal was Negatives über eine Frau. Hat er noch nicht bislang. Lara? Ja? Die Blicke sind nicht mehr so intensiv von Lara gewesen in der Vergangenheit. Die Blicke waren noch da, also klar. Aber nicht mehr so krass intensiv wie am Anfang. Ich kann dir sagen, warum. Weil die herausgefunden hat, dass Jana Maria auch ein Armband hat. Ach, ich habe gar nicht mehr darauf geachtet, ob er sein Armband noch trägt. Leute! Ja, er trägt's noch. Ich wollte mal hören. Wie empfandest du das Date? Wo stehst du gerade mit deiner Emotionalanlage, mit deinen Gedanken? Also ich fand das Date sehr, sehr schön von uns. Okay. Wie fandest du es? Ich fand's auch sehr schön. Also wirklich sehr schön. Das hatten die aber schon letztes Mal geklärt beim Date. Aber gut. Aber man macht sich halt trotzdem seine Gedanken. Was für Gedanken hast du dir gemacht? Ja, man kommt halt nach Hause und dann hat man so viel Zeit zu überlegen. Und ja, aber dann sind halt wieder ein paar Tage vergangen, du hast andere Dates und dann verfliegt das halt immer, weißt du? Weil man sich so lange nicht sieht und dann ist halt die anfängliche Euphorie ein bisschen wieder weg. Ich verstehe sie ja total. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das jetzt nicht mit dem Armband anspricht, weil es wäre doch wichtig, jetzt zu fragen, okay, bedeutet dir das was mit dem Armband oder wie oder was? Weil ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Hätte ich mir gewünscht, einfach für die Beziehung zwischen ihr und Dominik, weil im Endeffekt hat es ja nichts mit Jana Maria zu tun. Es ist ja zwischen den beiden, was da läuft.
Aber Lara ist echt eine süße Maus, finde ich. Ganz viele andere Frauen haben hier das Gefühl, dass ihre Dates schon sehr lange her sind und dass da wieder eine Distanz aufgebaut wird eigentlich. Ne? Das ist normal in der Phase, in der wir uns einfach gerade befinden. Ja, ist normal für den Bachelor, aber für das normale Leben nicht. In der Anfangsphase ist doch gerade die Phase, wo man sich oft sieht und viel Zeit miteinander verbringen will und sowas alles. Und die Phase ist nicht einfach für mich und nicht einfach für die Damen. Ich habe aktuell nicht so das Gefühl, dass du von dir aus so rauskommst, Initiative ergreifst, sondern dass du eher so in der passiveren Haltung gerade bist. Ja, weil du Jana-Maria auch ein Armband geschenkt hast. Ja, das stimmt. Ich suche ein bisschen deine Blicke, ich gucke, okay, hey, wo ist Lara und so, weil ich finde dich super attraktiv. Ich finde, du hast einen super Charakter. Du hast mich so oft schon überzeugt einfach mit dem, was du gesagt hast. Und du hast auch Taten sprechen lassen. So, ich sehe halt bei manchen, wie die mit dir flirten. Da sitze ich halt dann immer so, oh Gott, ich fühle mich da irgendwie, weiß nichts mehr. Ich fühle mich da unwohl, wenn ich daneben bin und das halt mitbekomme. Da kannst du froh sein, dass sie beim letzten Date nicht dabei war. Ey, die wäre in Grund und Boden versunken vor Unangenehmität. Dann lass mir dir eine Sache sagen. Lass mir dir sagen, ich habe mein Herz hier nicht verschenkt. Also ich bin immer noch komplett offen, wirklich allen gegenüber. Ach, das hat er doch auch der Jasmin gesagt. Und es gibt natürlich Frauen, die aktuell ein bisschen mehr Bedeutung irgendwie schon für mich gewonnen haben als andere, weil ich mit denen mehr Zeit hatte. Aber du bist einfach eine Frau, die auch schon eine Riesenbedeutung für mich hat und die ich unbedingt viel mehr noch kennenlernen will. Also eigentlich, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, doch, es ist gut. Es ist gut, er hat noch keine eingeloggt für sich safe und jeder hat dann noch die Chance. Und er sagt denen das auch allen und sagt keiner, du bist die eine. Doch, ich finde das eigentlich wirklich gut. Ich würde mir halt persönlich wünschen, hätte schon längst die eine Favoritin, ne? Aber okay. Ich habe jetzt nicht direkt Angst, aber ja, ich weiß nicht, ein bisschen Angst vielleicht schon, mich fallen zu lassen. Ich meine, es ist trotzdem immer noch ein bisschen mit einem Risiko verbunden. Ja, vor allen Dingen jetzt mit der Sache mit dem Armband. Ey, das wird hier gar nicht mehr angesprochen. Ich fühle mich total verarscht. Wozu haben die denn dann dieses Fass überhaupt aufgemacht? Aber freut mich, dass du auf jeden Fall noch das Gespräch mit mir gesucht hast. Du bist bei mir echt, du kreist mir im Kopf. Schön. Und das nicht zu wenig. Und deswegen habe ich mir echt Gedanken gemacht. Und deswegen war das Gespräch dringend. Ja. Okay? Kein anderer ja, Grund. Ja, dann verstehe ich's. Nee, aber schön. Nee, gib mir wieder ein bisschen Power unterm Arsch. Sehr schön. Okay, dann ist gut. Weil ich will, dass Lara, also Lara ist für mich auch eine Favoritin auf jeden Fall. Also bei ihm sind ja die Favoritinnen echt obviously, muss ich dazu sagen. Seine Blicke sagen schon viel. Ich finde, der Blick gibt einem irgendwie das Gefühl, dass man halt besonders ist. Der Blick. Ich hoffe, ich gebe euch auch immer den Blick, der euch sagt, ihr seid etwas Besonderes. Das würde ich mir wünschen, was ich euch geben kann. So vielleicht? So vielleicht? Einfach denke ich mal. Ich kann nicht gucken, wie der... Heute war das eine super gelassene Stimmung. Wir haben Volleyball gezockt. Ich hatte zwei super schöne Gespräche. Okay, toller Tag. Ist jetzt auch vorbei. Eine wird doch bleiben, sicher, oder? Ich würde mich freuen heute, wenn Emily bei mir bleibt. Und ja... Emily? Was soll denn die Scheiße? Das will ich nicht. Hallo, ich würde gerne mein Veto einlegen als Zuschauer. Wir haben noch was echt Schönes vor heute. Du hast ja schon irgendwo so deine Frauen, wo du auch jetzt ein bisschen näher schon warst und wo viel mehr Kontakt war. Und viele Frauen haben auch schon identifiziert, welche Frauen sind Dominik besonders nah bis jetzt gekommen. Ich glaube, Emily hat keine auf dem Schirm gehabt. Das glaube ich auch, aber weil die halt zwei Wochen weg war, ne? Die sieht voll schön aus, ne? Wahnsinn. Krass. Voll schön. Ja. Geht's dir gut hier? Ja, blendend. Ich bin total froh, dass ich hier sein darf. Ja, auch. Das ist wirklich ein, schon super, super schönes, romantisches Date auch irgendwie, ne? Und ich bin eigentlich auch ich bin schon der Romantiker. Krass. Ja, Traummann, auf jeden Fall. Ich bin mir unsicher, weil ich das ja noch nie hatte, dass ich mit ihm alleine war, wo dann nicht noch Mädels dazugekommen sind. Ah, die ist noch nicht unsterblich verliebt. Okay, Dominik, gib alles. Und dadurch, dass ich so ein Meister bin im Ausblenden von Mädels, weil ich diesen Einzelkampf hier führe. Wie, die führt einen Einzelkampf? Die ist doch immer mit Aurora Christina so dicke, oder nicht? Und ach, come on, Emily ist einfach eine ganz besondere Blume. Ich glaube, es macht es für mich leichter, den Moment zu genießen. Aber schwieriger, weil ich in dem Moment dann tatsächlich glaube, da ist nichts mehr und da kommt nichts mehr. Aber das ist doch genau der Sinn, dass du da abschaltest und so tust, als wäre halt nichts um dich rum. Ich will die Zeit heute vor allem nutzen, um dich echt besser kennenzulernen. Okay, dann lernt euch mal besser kennen. Ich will wissen, was ist da? Kann ich mir die Gefühle bestätigen, die ich irgendwie so dir gegenüber spüre, dass da was eine Anziehungskraft ist? Du bist anders wiedergekommen. Ja. Ja. Energiegeladen. Energiegeladen. Ich wusste das selbst nicht. Ja. Und dann hast du das gesagt und ich dachte mir, die Mädels auch so, hey, du bist irgendwie so, du strahlst so. Ich so, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ey, das ist mir auch aufgefallen. Ich fand es halt voll krass, als sie da wiederkam, mit dem Bachelor da stand, dass sie davor noch ein Gespräch hatten, wie sie mit ihm geredet hat. Das war so eine ganz andere Emily als die Miesmuschel-Emily, die vorher gegangen ist.
Das finde ich auch schon mal gut. Du kamst zurück und ich dachte mir, okay, wo ist die Emily, die ich so den ersten Eindruck hatte, hin? Jetzt habe ich die Emily hier wieder, die echt voller Euphorie, voller Elan hier wieder ist. Und aber das bin ich auch normalerweise. Also ich war zu Beginn auch ich selbst, aber ich habe dir so oft gesagt, ich kann dich nicht einschätzen. Ja. Und diese Rose, als ich dort festsaß, allein in Isolation, diese Rose war für mich dieses Zeichen, dieses... Hey, er sieht dich. Yeah. Und jetzt fühle ich mich so gut, dass ich gesagt habe, ich weiß jetzt, wofür ich hier bin und ich bin auch jetzt angekommen in diesem... Schön. No. Ach stimmt. Also die war 2 Wochen weg. Dazwischen war eine Rosenvergabe. Er hat ihr eine Rose in die Isolation geschickt. Okay, daher rührt die Motivation. Die hat sich gefühlt wie Prince Charming. Verstehe. Okay, erzähl mal, was deine Tattoos? Ich habe Amore gelesen an deiner Hüfte. Das ist mein Credo. Liebe, hast du gesagt. Ich lebe für die Liebe. Echt voll schön. Voll schön. Ja, pass mal auf, da gibt es noch eine kleine Explanation, Erklärung in Deutsch. Aber macht mich auch irgendwie so sehr anders als andere, weil ich dadurch viele andere Bereiche meines Lebens vernachlässige auf den ersten Blick. Ja, pass mal auf, die opfert sich nämlich auch für den Partner. Guckt mal. Ich bin kein Karrieremensch, überhaupt nicht. Zumindest bei meiner eigenen Karriere. Aber ich bin tendenziell immer jemand, der sich so in der Beziehung, der dem Partner hilft, das zu erreichen, was er möchte. Mhm. Spannend. Ist schwierig, ne? Ja, also... Zu schnell, zu schön. Sind einfach ehrlich. Wie soll ich das einordnen? Das sind zwar super, super süße Sachen, was sie sagt. Super Liebeserklärungen eigentlich, ne? So. Liebeserklärung? Ich lebe also Piano. Und hey, ich lebe für den Partner. Und wirklich für die Beziehung, für Amore hat sie sich ja hier sogar auf die Hüfte tätowiert. Also die lebt für die Liebe, die lebt für eine Beziehung, die lebt für den Mann. So einen Eindruck habe ich. Ich auch. Klar lebt man für die Liebe, ne? Die Liebe in der Partnerschaft, der Freunde, der Kinder, die man hat, den Hund, den man hat. Aber ich lebe doch nicht nur, um mich auszuopfern. Ach, weiß ich auch nicht. Finde ich ein bisschen lächerlich. Habe ich so auch zuvor, glaube ich, noch nie gehört. Tatsächlich. Gibt's auch selten. Gibt's auch selten. Also da habe ich jetzt gerade eventuell auch nochmal gedacht, eventuell ist die vielleicht auch ein kleines Pick-me-Girl. Kann das sein? Du kommst auch alleine ganz gut zurecht. So. Mittlerweile. War das mal anders? Ja, ich war bis zum letzten Jahr war ich das komplette Gegenteil von jetzt. Okay, Moment. Wenn sie ein Pick-me-Girl wäre, würde sie ja jetzt sagen, ja. Ich komme super klar, oder? Weil man sagt doch immer das, was der Gegenüber hören will, oder? Ehrlich? Ja. Wo kam der Change her? Also das ist auf einmal... Die letzte Trennung. Hat die dich sozusagen echt nochmal um 180 Grad ge... Um 180? Sie hat mich zuerst mal richtig kaputt gemacht, weil ich wusste, ich bin gescheitert, diesen Mann zu retten. Okay. Aber retten solltest du gar keinen? Nee. Und das wird danach auch bewusst geworden. Ist ihr bewusst geworden, aber sie opfert sich trotzdem komplett für die Beziehung. Sie sieht da auch keinen Zusammenhang. Also absolut. Wir haben uns echt tiefergehend auch unterhalten über Dinge, die weit über diesen Smalltalk hinausgingen. Also diesen Smalltalk haben wir sowieso komplett geskippt, sondern sind echt in schöne Gespräche eingetaucht. Da muss ich sagen, finde ich auch mal cool als Zuschauer. Nicht immer so eine oberflächliche Scheiße, sondern ein bisschen was erfahren über die Leute. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, ist das so selbstzerstörerisch. Und das zeugt ja irgendwie davon, dass ich mich gar nicht selbst liebe, wenn ich mich nicht aus so einer Beziehung retten kann. Du redest voll reif, ich finde das richtig gut, ja, ey. Ich weiß, das hat mein letztes 23, Jahr gemacht. 23, ja. Ne? Ja. Ich finde das echt beeindruckend. Also andere sind mit 23 noch lange nicht so weit wie du. Ja, es ist auch beeindruckend, aber ist es jetzt positiv oder negativ? Also ich bin eigentlich ganz froh, wenn Leute mit 23 eben noch nicht eine Erfahrung machen mussten, dass sie einen Partner hatten, der sie behandelt wie Scheiße, der gerettet werden muss, an dem man scheitert. Also was ist das für ein Leben? Wie viele Jahre schmeißt du da weg von deinen Guten? Von deinen Guten, weil wir wissen, die 20er sind die Besten, danach geht's nur noch abwärts. Du bist für mich so echt, auch eine kleine Wundertüte. Also ich guck dich an, ich sehe eine super attraktive Frau, du bist wirklich so ein Match für mich. Ja? Ja, wirklich. Also wenn ich jetzt beschreiben würde, ich wurde auch schon oft gefragt, so was beschreib mal eine Frau. Was ist dein Typ? Genau, so was ist dein Typ? Und dann sage ich natürlich auch immer, und das ist auch die Wahrheit. Dann sage ich so mal sage ich Anna, ist krass mein Typ, oder Jana Maria, oder halt du. Ich habe jetzt nicht diesen krassen einen Typ, aber wenn, dann so hellbraune Augen, ja, so wie du halt, ne? Geile Typbeschreibung auch. Hellbraune Augen, period. Ich gucke in die Augen, dunkelbraun, alles klar. Bumm. Also da weiß ich manchmal auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht der Mensch der vielen romantischen Worte. Sonst, ich bin der Mensch der vielen Worte, aber romantisch ist schwierig. Denkt ihr echt, man denkt noch, die ist sympathisch oder was? Findet ihr die sympathisch? Ja, sie ist wahrscheinlich eine Nette und so. Aber ich sag dir mal eins, in der Show kommst du rüber wie eine Oberficke. Aber gefällt mir sehr gut. Wow. Die dachte bestimmt erst... Der hat einen fahren lassen. Sie ist beeindruckend, reif. Ach, krass. Oh. Wow, hör mal, also in dem Moment hatten wir doch auch bei Nico und Denise. Wisst ihr noch? Hat er sie geküsst, am nächsten Tag bereut. Das war ein Traum. Mann. Sieht schön aus, oder? Der Moment ist magisch.
Das ist einfach magisch. Einfach magisch. Ich hab Gänsehaut. Dominik! Was ist los? Ey, dieser Moment. Wir haben darauf gewartet. Ja, das, Wie, wir haben darauf gewartet? Als ob er sich die ganze Zeit vorgestellt hat, mit Emily rumzumachen. Das war das Einzige, was er wollte, genau. Ja, das... Wie viele sind wir? 12? Die restlichen 11 sind nur Statisten. Die können jetzt nach Hause gehen, alle. Ja, sag denen das mal. Genau so, bitte. Einfach mal Stille genießen. Ja, ich finde das auch super entspannt. Ist wieder so eine Cringe-Situation wie mit Nele, ne? Jetzt reden die nicht mehr in der Stadt, in der Gegend rum. Sieht für mich so aus, als würde das halt heftig bereuen. Auch nur küssen ist auch schon so ein Schritt in, ich lasse dich in meine private Safe-Zone. Ey, crazy. Da ist man einfach vertraut miteinander. Natürlich. Schön. Ja. Okay, Dominik, jetzt passiert gerade in dir was und Ich bin hier völlig verwirrt wieder mal. Ist so crazy der Moment, ohne Scheiße. An welchem Punkt bist du gerade? Wie stehst du jetzt gerade zu Emily? Klar, aber wie stehst du auch jetzt zu den ganzen anderen? Also da sind in dem Moment ganz viele Gedankenblitze irgendwie in meinen Kopf gekommen. Ah, da passiert gerade was. Er denkt sich, Scheiße, die ist es. Meint er auf den, ne? Alles Wunderschöne hat auch irgendwo hier zumindest ein Ende. In der echten Welt nicht? Nee. Aber hier schon? Ich glaube, der will auch direkt jetzt mal ein Separé. Heute will der mal ein Separé. Wie ist es jetzt, wenn sie nach Hause kommt? Wie ist es? Wie reagieren andere darauf? Wie reagieren Frauen darauf, denen du vielleicht noch näher stehst aktuell, aber wo noch gar kein Kuss gefallen ist? Mhm, der meint Anna. Ich find's geil. Und ich finde, man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass Emily will, dass da noch ein Übernachtungsdate draus wird. Ne? Wie die sich auch so an den reinklammert. Soll die alles machen, ist doch gar kein Problem. Aber ich darf ja auch mal was sagen. Mal. Dankeschön. Mach's gut, ciao. Heiliger Bimbam. Jo, das war echt heiliger Bimbam, Alter. Hola! Boah, ich glaube, die wird so fett genießen, das unter die Nase zu reiben, aber absolut. Ich habe versucht, das so locker zu erzählen wie möglich, ne, damit ich nicht zu viele Details erzähle, weil ansonsten wäre da, glaube ich, Eifersuchtstheater gewesen. Mhm. Zeig mal, wie macht man das? Ich hasse dieses Erzählen, ey. Ja, let's go. Stimmt, wisst ihr noch ganz am Anfang, die hat den Mixer angemacht und so als Bobette da vom Blade kam. Ich liebe das. Ich hab gesagt, sieht aus wie Flitterwochen auf den Malediven, weil es war einfach so kitschig. Es war so kitschig. Guck mal, wie die das jetzt schon erzählt, ne? Flitterwochen auf den Malediven. Da denkt doch jeder, oh, das hätte ich auch gern. Aber das Eifersuchtsdrama will sie da nicht anfachen. Und dann war Feuerwerk und wir haben uns währenddessen so angeguckt. Und ich dachte mir so, Und dann habt ihr euch geküsst. Ein bisschen. Vor allem dachten die, ja, die war jetzt erst mal 2 Wochen weg. Die muss erst aufholen. Also auf dem Radar hatten die mich bestimmt nicht. Hatten die auch nicht, glaube ich. Keiner. Wie wild habt ihr rumgeleckt? Erzähl's uns. Nein, also so wild nicht. Es war... Ne? Emily. Nein, ja, ich wäre, aber ich dachte mir so, nee, du kannst nicht. Ich bin so ehrlich, ne? Wenn ich könnte, wie ich wollte. Aber es ist immer noch Fernsehen und es ist immer noch nicht Kamera weg und immer noch nicht so. Aber Eifersucht will die doch hier wirklich nicht anfachen. Leute, ich verstehe euch alle, ne? Anna findet das gar nicht geil. Klar, weil sie noch nicht mit dem rumgeleckt hat. Ach Mensch, muss das schön sein, wenn man von dem Date nach Hause kommt. Das hat ja einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann kommt die Nächste und die hat genau dasselbe Strahlen und die so Nele, ich meine, sie weiß, dass das eine Show ist, aber glaube ich, schmeckt ihr auch nicht so. Ah, unterschwellig hat sie uns damit gesagt, Nele ist hier nur für ihre Follower. Super. Also da gibt's Leute, die dachten auch, dass die Welt sich um sie dreht. Da war ich noch ein Scheißdreck dagegen. Warum sagt sie nichts über Jana Maria? Schade. Drama. Drama. Es ist hier alles eine kleine Überraschung. Also hier ist alles möglich, aber damit hat, glaube ich, wirklich keiner gerechnet. Yay! Yeah. Die freut sich einfach richtig, ne? Also soll sie auch, aber dieses Boshafte, das ist der Beigeschmack, der mir gar nicht schmeckt. Das ist schon eine Hausnummer, eine Ansage auf jeden Fall. Es hat nochmal den ganzen Kartenhaufen durcheinander geworfen. Das ist schon krass, also... Das ist sehr krass. Vor allen Dingen Emily, dass es Emily ist. Das ist das Problem, weil sie ist halt die Lester-Schwester auch 100 und dass Dominik denkt, das ist eine coole Person, ciao! Vor allen Dingen hier für Anna und Nele, ne? Die wissen ja genau, also wenn der da irgendwie mit der Falschen anwandelt, ciao Dominik! Hat mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen in dem Moment. Weil das kam so aus dem Nichts. Bei ihr tut es mir halt wirklich leid, weil sie keinen Kuss bekommen hat. Oder was? Also bin ich bescheuert? Was hast du gemeint mit seiner Hand? Seine Hand war hier. Mhm. Und er hatte seine zweite Hand so irgendwo hier.
komme mir vor wie der letzte Dulli. Verkauft mich doch nicht hier unter Wert. Verstehe ich. Aber tust du ja nicht. Und er so, schon wieder. Ich so, und er so, ja, okay, gut. Und dann haben wir wieder angefangen. Ein Kuss kann alles sein, kann aber auch nichts bedeuten. Okay, pass mal auf, was das bedeutet. Wenn ich das fühle, dann fühle ich das. Ich will das überhaupt nicht abwerten, so, ne? Aber ich mach mich jetzt zum Horst. Verstehe ich auch. Aber du wertest es ab. Und dann nimmt er seine Hand da so weg. Und wenn ich jetzt er bin, ne, und ich lieg so, zuerst bei mir so. Jetzt passt mal auf, dieses kleine Detail ist wichtig. Ja, dann so. Und zu mir sagt er noch, er knutscht hier auf keinen Fall wild rum und jeder auch, er macht sich ganz genau im Kopf mit wem und so. Also dahin. Ja, bei sich. Aha. Das ist hier so wild geschnitten, ich weiß gar nicht, in welchen Szenen ich hier gerade reagiere, aber mir geht's hier um die Sache mit Emily. Wie bei sich? Ach so, ah. Versteht ihr, der hatte eine Latte. Und musste sie dann runter, also runterdrücken, das tun die dann nicht, ne? Die wird dann irgendwie in den Hosenbund, wird die geklemmt. Und das erzählt die jetzt und die weiß es genau. Ich finde das irgendwie krass. Stell mal vor, ihr würdet damit jemandem anbandeln. Das ist doch so eine intime Information, die würde ich doch nicht erzählen, wenn ich weiß, da sind überall Kameras. Also, nee. Ich war so die Verarschungssätze, oder? So, ah, ich guck ihn so an, nicht so. Okay, gar klar. Bist auch nur ein Mann. Ja, klar, bist auch nur ein Mann. Ich bin halt einfach Geister. Klar, dass du deine Latte dann nicht unter Kontrolle haben kannst. Untergedrückt wieder. Diese Nummer jetzt ist halt irgendwie in your face erstmal. Morgen wird er auf jeden Fall ein paar Blicke einkassieren müssen. Oh, Leute. Finde ich, ist doch einfach auch jetzt der Satz zum Schlafen gehen. Der kassiert morgen seine Blicke. Ja, aber hat er auch verdient. Sorry. Naja, also mir wäre es lieber, man würde es einfach ansprechen, anstatt irgendwelche Blicke zu verteilen, weil das dann ja auch wieder so ist. Hey, man guckt die so, ach, Spielchen spielen, das finde ich nicht gut. Ich wusste, es wird eine Poolparty, da hatte ich richtig Bock drauf. Und auf der anderen Seite, ja, der Kuss mit Emily, das hat natürlich auch nochmal eine Dynamik, würde ich sagen, in das Ganze hineingebracht. Und das hat mich echt, ja, mir Angst gemacht vor dem Abend. Die Stimmung heute war etwas cringe. Die machen heute eine Bikini-Party bei der Nacht der Rosen. Also alle sind da jetzt in Bikinis. Ich habe auch den einen oder anderen Badeanzug gesehen. Ich hoffe, es war abgesprochen mit Dominik. Und das finde ich einfach, also wo sind wir denn? Viele hatten halt ein ungutes Gefühl und hatten auch noch Gesprächsbedarf. Okay, der Cringe ist, dass der Kuss gefallen ist mit Emily und gar nicht die Bikinis. Super. Ja, betrifft mich ja nicht. Ich lebe ja mein eigenes Leben da drin. Also, ob die schlechte oder gute Laune haben, ändert meine Laune nicht. Nee. Ist immer ganz schön weit hinten, ne? Heute keine Reaktion von Anna. Finde ich geil. Schwierig. Weiß ja nicht. Viel passiert. Wusste nicht so richtig, wie das wird heute Abend. Ja, heute ist auch eine echt spezielle Nacht, denn heute haben wir so ein bisschen, ja, eine chilligere Atmosphäre, würde ich sagen. Wir können nachher ein paar Arschbomben in den Pool machen. Wir können hier, ja, schöne Vögel reiten. Du bist echt immer noch also richtig angespannt, ne? Also, musst du nicht. Ja, ich weiß. Ach ja, jetzt erstmal Franz, sie kriegt hier ihr erstes Gespräch. Aber keine Ahnung, mich verunsichert das halt so ein bisschen, dass du mich halt auch nicht wirklich so kennst. Und ich möchte es mir einfach nicht bei dir verkacken. Ich versuche irgendwie schon zu reden, so dass ich nicht Kacke halt mache. Ey, wie? Ja, das heißt, du konzentrierst dich beim Reden mit mir? Mann, das ist voll schade, dass sie sich so verstellt. Aber wenn du jetzt echt noch Bundespolizistin werden willst, dann würde ich mich auch weiter noch verstellen und jetzt nicht so ganz wild. Weil nachher machen die einen Strich durch die Rechnung, oder? So karrieremäßig. Ich glaube, es wird eine Überraschung heute Abend. Die hatten ja auch schon, also bisher fast gar keine Zeit, sehr, sehr wenig Zeit, sich kennenzulernen. Da weiß ich nicht, ob das möglich ist, das noch, sag ich mal, aufzuholen. Dass die immer noch über dieses Aufholen reden. Hallo, Emily war 2 Wochen weg, hat ihn jetzt Pole Position. Hola. Hallo. Darf ich dich entführen? Klar. Bevor Aurora ihn entführen darf, will er aber noch mal ganz kurz einen Sekt vielleicht. Ich hätte heute so nicht mit ihm geredet von mir aus. Ich hätte mich gefreut, wenn er auf mich zugekommen wäre. Aber Blickkontakt hatte ich mit ihm. Der war gut, der war schön. Es ist genug für heute. Da reicht ein kleiner Blickkontakt. Ich bin heute Morgen aufgewacht, heiser wie eh und je. Wie nach dem österreichischen Winter. Warte mal, weil die so viel geredet hat mit Dominik gestern. Nele sitzt daneben. Reden ist besser als Schweigen. Küssen ist besser als Reden. Scheiße. Wie kann man
so. Ich glaube, man ändert sein Mindset nach so einem Date und nach dem Kuss. Ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet, dass ich in einem Date so viel aufholen kann. Ja, also natürlich ändert man da sein Mindset, weil auch viel mehr passiert. Deswegen finde ich es ja so krass, dass Leute so hart verurteilen, wenn eine Jana Maria da so krass in ihrem Film ist. Und ach, was weiß ich denn? Sie hat keinen Bock mehr. Ich dachte, du findest es gut. Autsch. Boah, die sind so böse, diese ganz süße, nette Maus. Lustig ist sie doch auch. Und Emily. Die auch selbst schon ein bisschen weiter sind, die machen sich ihre Gedanken, ne? Weil ich glaube, die dachten, sie sind vor mir erstmal sicher, weil ich ja so lange weg war und man das nicht aufholen kann. Ah, geil. Ah, sitzen. Deshalb bist du gegangen, wegen dem Rauch, ne? Ja, ja. Ist wirklich so. Ja, okay. Das ist irgendwie unangenehm hier. Man hätte sich diese Hühner sparen können heute. Also, nee. Hä? Die macht doch dieses Hühnergegacker, Alter. Alles andere sitzen da und sagen nix. Am Ende macht man sich halt schon die Gedanken, es ist irgendwie komisch und passieren bestimmte Dinge auf Dates, wo man nicht mit rechnet. Und dann, ja, denkt man sich halt irgendwann so, okay, tue ich mir das hier weiter an oder nicht? Ah ja, jetzt ist ja Aurora dran. Was? Was? Hast du mir gerade den Batida der Koko ins Gesicht geschüttet? Aha. Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Sorry, aber wie der auch mit der redet. Na, immer so lasziv guckt er die an, als würde er die nur als Sexsymbol nehmen. Ich weiß noch, als die aus dem Auto gestiegen ist, da war er auch so, wow. Ja, schon. Ich habe mich die Woche halt einfach wieder gefragt, warum wir wieder so wenig Zeit miteinander hatten und ob du dir überhaupt vorstellen kannst, noch mit mir Zeit zu verbringen, ob du mich näher kennenlernen möchtest, so. Aha. Das ist ein Zwiespalt. Egal, wie du es machst am Ende, du kannst es nicht richtig machen. Naja, man kann es auch richtig machen. Aber mach mal weiter. Du kannst nur probieren, irgendwie das Gleichgewicht zu halten, aber selbst das Gleichgewicht zu halten ist ultra schwierig. Ja, okay, er hat doch recht. Ich wäre gerne einmal der Bachelor. Nicht die Bachelorette, der Bachelor. Aber gut, im nächsten Leben dann. Ich finde dich super, echt. Du bist eine super tolle Person. Ich kann mich bei dir wirklich fallen lassen. So, du machst Spaß und du bist eine wundervolle Frau. Aber am Ende des Tages muss ich das natürlich irgendwie so abwiegen. Und mir ist auch bewusst, dass wir wenig Zeit miteinander hatten. Ja. Dazu will ich kurz sagen, ja, es ist eigentlich wieder ehrlich. Weil uns hat er gesagt, er findet jede gut, also auch Aurora. Nur halt die eine mehr und die andere weniger. Ne? Im Endeffekt muss er ja entscheiden, wer geht. Egal, ob er die alle gerne flanken würde oder nicht. Ich habe mich halt natürlich auch gefragt, ob es vielleicht auch am Optischen liegen könnte, weil ich ja auch entsprechend etwas kurviger bin als die anderen Mädels. Du bist eine super attraktive Frau, wirklich 1A. Und für mich ist viel wichtiger, was der Charakter sagt. Ne? Und deinen Charakter empfinde ich als sehr stark und sehr locker, aber es ist unabhängig vom Optischen. Ich finde es auch geil, dass sie es nochmal anspricht, um abzuklären, dass es wirklich nicht am Body liegt. Es liegt an ihrem Charakter, wenn sie nicht weiterkommt. Dass ich mit mir selber im Reinen bin und mich körperlich absolut in Ordnung finde und mich liebe, wie ich bin, ist außer Frage. Amses. Lass dir gesagt haben einfach, ja, dass du immer im Kopf bist. Das finde ich schön. Okay. Guck mal, wenn der da so hardcore hinschielt, wenn die Mädels da stehen, ne, da würde ich mir als Aurora denken, das ist ein Korb. Bin ich ehrlich mit euch? Liegt dir sonst noch was auf dem Herzen? Auf dem Herzen nicht, aber ich verbringe natürlich sehr gerne Zeit mit dir. Aber sie sagt schon die richtigen Sachen, ne? Und ich mag auch ihre Art, sie ist total nett zu ihm, sie lächelt viel und so, das gefällt mir gut. Im Private ist es wahrscheinlich doch noch mal schöner, miteinander zu sprechen, als wenn man jetzt da noch andere Hühner... Ja, es sind Hühner. Er hat nichts mehr zu sagen und ist abgelenkt von den Mädels. Da hinten war nämlich auch Jana Maria und die sind da im Bikini. Da muss er doch glotzen. Ja, ich bin halt auch ein Typ, ich will es jedem recht machen irgendwie. Ich will keinen verletzen. Aber das ist eine Sache, die ist hier unmöglich und das macht es mir extrem schwierig. Arme Sau. Arme Sau. Geh mal zurück. Geil, okay, sie entscheidet so, okay. Es wird mir hier auch zu unangenehm. Kommst du mit mir? Mhm. Super. Sorry Leute, da schmeißt euch jetzt alle raus. Ich bin hier. Ciao. Du
böse. Ja. Was gibt's zu lachen? Es gibt eigentlich nicht so viel zu lachen gerade. Ich wollte einfach nur mal fragen, so wie es dir geht. Deine Blicke sind irgendwie so. Das ist halt alles nicht so einfach, ne? Ja. Naja, ich glaube schon, dass ihn das ein bisschen unter Druck setzt, wenn wir alle nicht so happy schauen und er sich auch Gedanken macht natürlich. Willst du mir irgendwie eine verpassen oder was? Nein, so schlimm bin ich nicht. Okay, Gott sei Dank. So schlimm bin ich nicht wie andere hier in der Villa. Ich habe keinen Bock im Fernsehen jemand auf die Fresse zu schlagen, also wirklich. Ja, wir hatten halt immer noch nicht so viel Zeit auf diese Woche. Ja, aber ihr hattet schon mehr Zeit als andere. Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt wirklich einfach schwierig, wenn man nicht daran anknüpfen kann und einfach ja, sich halt schon auch so seine eigenen Gedanken macht. Ich meine, ich weiß, dass wir noch keine krasse Zeit so jetzt danach, nach diesem wunderschönen ersten Date hatten, das ist mir bewusst. Aber ich merke, bei uns ist was ganz Spezielles. Ich finde auch, der erste Kuss war super besonders. Wir dürfen nicht vergessen, erste Male, ne? Das ist für den ein Highlight. Voll, und, für mich war es auch ein krasser Moment. Und ich mache das auch nicht so schnell einfach mit jemandem. Das habe ich dir ja auch schon dann gesagt. Und für mich war es auch wirklich krass besonders. Unsere Zeit wird kommen, zu 1000%. Okay. Jetzt für ein Date oder was? Und wir werden noch richtig viel Zeit miteinander verbringen. Dir hier wirklich auch treu bleibst oder dich nicht verlierst bei den Ganzen. Weil ich glaube, irgendwann ist so ein Punkt, wo man nicht mehr, vielleicht manchmal nicht mehr so man selbst sein kann oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht vielleicht. Ist das eine Anspielung auf Emily, dass sie jetzt mit der rumgeleckt hat? Ich weiß es nicht, aber es ist für dich ja auch nicht einfach. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass du bei dir bleibst. Aber auch wieder auf die verständnisvolle Schiene, ne? Die ist, wie Anna, sehr strategisch. Und da wird dem Mann so gesagt, dass er im Endeffekt sagt, ach, die ist eine Gute. Die gibt mir aber auch Zeit und da kann ich mich austoben und die hat Verständnis und was weiß ich denn. Aber die Wahrheit ist es doch auch nicht. Ja, also ich versuche ja auch wirklich ehrlich zu sein und ich will ihm auch zeigen, dass ich bereit bin, mit ihm die Reise hier zu gehen, aber auch nur, wenn es halt auch von ihm die Interesse da ist und ich verschwende halt einfach keine Zeit und mir war das wichtig, ihm auch nochmal genau so zu sagen. Verschwendet die jetzt nicht gerade schon Zeit? Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie ihm das so sagt, hat sie aber nicht. Naja, vielleicht ja schon. Ich bin verwirrt. Ich merke das direkt so, wenn da irgendwas ist. Ich merke das immer bei Anna und bei Nele, ich merke das immer direkt, okay. Normalerweise sehe ich immer so eine Anna, die irgendwie so aufgeht und so ein kleines verlegenes Lächeln und das ist so süß. Und heute habe ich sie angeguckt und da war nichts, da war einfach nur so ein Blick. Ich meine, okay, mit Anna musst du heute auch reden. Okay, also er redet heute mit all denen, die abgefuckt in die Röhre glotzen. Super. Ah, scheiße, Mann. Was ist los? Ey, es ist echt für mich, ja. Nicht nur für dich. Ja, und ich habe das Gefühl, ich muss mit dir reden. Ich habe das mir den ganzen Abend heute schon vorgenommen und auch die ganze letzte Nacht. Hast du gestern was mitbekommen von dem Date? Oh. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Okay. Ich will auch mal wieder anmerken, sie ist nicht auf ihn zugegangen, ne? Er ist schon wieder. Und das sage ich euch die ganze Zeit, weil er zum Beispiel über Chiara gesagt hat. Welcher Chiara? Der Tourismus-Chiara hat er gesagt, oder hat über sie gesagt, sie kommt halt nie auf mich zu, hat nie Eigeninitiative. Da ist es dann halt scheiße, aber bei anderen Mädels findet das gut. Verstehe ich nicht. Dann lass mir dir sagen, das mit Emily, der Moment war schön. Und ich bereue ihn auch nicht, weil es echt ein magischer Moment irgendwie war, so gefühlt, ne? Aber trotzdem, was du tatsächlich gestern Abend beim Einschlafen, mein letzter Gedanke. Und ich hoffe, du bemisst nicht zu viel an einem Kuss. Es liegt nicht an dem Kuss, also... Mhm. Doch, es liegt an dem Kuss. Gestern war tatsächlich so der erste Tag, wo ich echt, war schon doll. Ja, dass er da mit der geküsst hat und mit der anderen nicht. Seid doch jetzt auch ehrlich zu Dominik. Guck mal, wir haben halt nur diese Momente, weißt du? Wir haben nur, weiß ich nicht, Blickkontakte oder... Also das sind Sachen, an denen man sich irgendwie festhalten muss, damit man nicht durchdreht. Weil jeden Tag kommt irgendwie einer rein und erzählt natürlich immer super überschwänglich. Die eine mehr, die andere weniger. Aber es ist immer so, wo man halt denkt, pff, weißt du? Das ist schon so, man kämpft so mit seinem Ego irgendwie. Die kämpft mit ihrem Ego, weil die doofe Emily geknutscht wurde und... Die anderen, bei Nele ist okay, weil die ist der gleiche Standard. Bei den anderen ist halt einfach nicht okay. Hm, ich kann das voll nachvollziehen. Vielleicht im normalen Leben würde man sofort irgendwie in den Sack hauen und sagen, ey, habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt einfach mal zu sagen, okay, man gibt dem Ganzen die Chance. Ne? Bleibt erstmal ruhig, guckt sich das weiter an. Man hört auch immer nur eine Seite. Wie, man hört immer nur eine Seite? Sie hört doch die Seite von Dominik und die Seite von den Mädels. Welche Seite fehlt denn da jetzt? Das heißt, so ein Vaterbeigeschmack einfach. Deswegen ist es so super wichtig, ja, irgendwie mehr Zeit mit dir zu verbringen, weil du bist echt diejenige, das hört sich echt bescheuert an, über die ich gestern Abend am meisten nachgedacht habe hier. Das ist aber schön. Also ich hoffe, es stimmt auch. Ist es nicht selbstverständlich, dass man so offen auch dann sofort über Gefühle spricht und solche Worte tun natürlich gut, ne? Ja. Es ist schön, wenn er das Gespräch sucht, ne, und mir dann wieder so ein bisschen diese Anspannung nehmen kann. Das kriegt er eigentlich immer ganz gut hin. Auch Anna!
Das ist schön, aber ich finde, von ihr kann jetzt auch mal ein bisschen was kommen, oder? Sie ist doch sehr, sehr passiv irgendwie. Aber alles gut. Nein, ist nicht alles gut. Ja, ich sitze ja hier noch. Von daher ist erstmal alles gut. Gott sei Dank. Ja. Ich bin super froh, dass du hier bist. Wirklich super, super froh. Und nochmal, ich will Zeit mit dir wirklich auch verbringen und ich will dich besser kennenlernen, weil du mir echt was bedeutest. Gehen wir zum Pool? Ja. Okay. Ja, heute ist ja Poolparty, deswegen müssen sie jetzt auch gleich erstmal in den Pool rein. Und am Ende des Gesprächs habe ich wieder so ein leichtes Grinsen, das, was ich vermisst habe an dem Abend, wieder gesehen. Ich glaube, ich habe ihr echt starke Worte mitgegeben. Ich habe ihr wirklich meine Gefühle offengelegt und auch gesagt, was ich gedacht habe. Und das ist am Ende des Tages wichtig. Cool. Das ist wirklich wichtig. So, jetzt geht's aber los. Heute kein Tequila, aber Sekt. Oh, Mama call me. Okay, ist das dem erstmal der Sekt in die Gosche gegossen wird, wie ein Partyluder. Das hat richtig Spaß gebracht, echt. Es war eine gute Stimmung. Okay, das finde ich aber jetzt wieder gut, dass sie jetzt wieder so Spaß miteinander haben. Und ja, irgendwie, dass es auch wieder alle so zusammenschweißt. Und dass es nicht so ist, okay, er redet jetzt mit 5 Leuten einzeln und dann werden die Rosen vergeben. Nee, jetzt nochmal eine Gemeinschaftssache. Okay. Nein, es war wunderschön und genießt es noch ein bisschen hier. Okay, eine Atmung noch schnell. Und dann, ja, dann müssen wir wieder ernst werden. Guck mal. Ich find's richtig geil. Okay, komm, eine mach ich noch und dann guckt mal und alle, ist doch schon lustig und süß und was weiß ich denn. Ja, jetzt gehen wir in den ernsten Teil wieder und es fällt mir sehr, sehr schwierig heute. Ja, das glaube ich ihm auch, weil er ja gesagt hat, er hat wirklich jetzt was übrig für jede Einzelne. Diese Nacht der Rosen werde ich euch auch wieder nur gekürzt. Nein, ich zeige euch gar nichts. Ich sage euch, wer raus ist. Aber eine Sache will ich euch vorher sagen. Die Reihenfolge, wie er jetzt die Rosen vergeben hat, ja? Das war, erste Rose ging an Nele, dann kam Anna, dann kam Lara, dann kam Emily, also seine Favorites. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Jasmin kam. Und die vorletzte Rose hat Jana Maria bekommen. Dann habe ich die zweitletzte Rose bekommen. Und es macht mich echt traurig, weil ich mich bei dem Date geöffnet habe und habe geweint. Und dann habe ich einfach die zweitletzte Rose bekommen. Und das finde ich richtig dumm. Ich finde das auch richtig dumm. Sorry, ich finde mich so verarscht vorkommen, ganz ehrlich. Nur weil die jetzt nicht die ganze Zeit eine Fresse gezogen hat bei der Rosennacht, hätte sie auch so. Dann wäre er auch auf sie zugekommen, hätte ein Gespräch gesucht. Aber sie wollte es ihm halt einfach so einfach wie möglich machen, glaube ich. Ach, egal. Es wurmt jetzt nicht, aber ich hätte noch gerne so eine Woche, 2 Wochen oder so, hätte ich noch gerne mitgemacht. Die Chiara M. hätte gerne noch ein bisschen den Pool mitgenommen. Schade, beim nächsten Mal. Ciao. Aber ich habe ihn halt nicht kennenlernen können, deshalb kann ich jetzt halt auch nicht super enttäuscht sein. Okay, das ist aber schon mal gut. Ich hasse das, wenn die enttäuscht und traurig sind. Tut mir mal so leid. Tschüss. Ciao. Nein! Die Partybiene ist raus. Und mein Dominik, da ist jetzt aber selbst ins Knie geschossen. Wenn ich mal in Berlin bin, komme ich vorbei. Vielleicht nicht. Okay, ist das. Okay, nein, das. Ich glaube, das meint die ein bisschen, meint die das ernst. Ich hatte wirklich Interesse und ich habe das gesagt. Aber wenn das passt nicht und er hat nicht das gleiche Gefühl für mich, ist es besser. Sie hat recht. Warum an etwas hängen, wenn es eh nichts wird? Die ist schlau. Danke dir trotzdem. Nein! Ich habe es vorhin schon gefühlt gehabt, nachdem wir nochmal miteinander gesprochen haben. Ich glaube, nicht alle sind so ganz ehrlich mit ihren Absichten und ich hoffe für ihn, dass er das dann auch rausfinden kann. Wie die das sagten. Aber eigentlich sagt sie was Böses. Ja, das war's heute mit der Folge, ihr süßen Mäuse. Wir gucken uns aber sofort an, wie es nächste Woche hier weitergeht. Ich bin jetzt auch kein Roboter, der einfach seine Gefühle aufstellen kann. Das Ungewisse. Er muss aussortieren. Geil, mit Drama. Was macht ihr da? Scheiße. Ich habe ein Anliegen. Wir kennen uns so 5%. So, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Jetzt habe ich echt ein Problem. And that's it. Was denkt ihr zur heutigen Folge? Und bitte, ich bin so gespannt, was ihr zur der ersten Kooperation Elva sagt hier auf dem Kanal. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Wie gesagt, Leute, ich habe mir echt lange Gedanken gemacht. Das ging jetzt über ein Jahr. Und ihr hattet in der Vergangenheit öfter mal geschrieben, dass ihr damit überhaupt keine Probleme habt und deswegen dachte ich, probieren wir es jetzt einfach mal aus und ich gucke mal, wie es so bei euch ankommt. Ihr Süßen, ich danke euch vielmals heute fürs Zusehen, freue mich, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Halt, stopp, in der letzten Minute noch das Allerwichtigste. Die nächste Bachelor-Folge kommt wahrscheinlich nicht am Sonntag, sondern am Montag, weil ich jetzt, also das Wochenende, das jetzt kommt, umziehe.
Und ja, ihr wisst ja, wie das läuft beim Umziehen, ne? Der ist die ganze Zeit beschäftigt, also... Ich hoffe, Montag wird überhaupt was. Wer denkst du, wer du bist? Ich hoffe, ihr seid da nicht böse und ich hoffe wirklich ganz schön viel. Könnte sein. Ihr Süßen. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein! Peace! Gute Frau, ja. Gute Frau.